Vermutlich. Vermutlich. Aber ihr müsst komplett das alles übernehmen mit Videos hinzufügen und so, weil das kriege ich Ja, schon das nicht mache hin. ich. Ja. Ja, du Geil, bist klar. geil. Keine Facecam. Bruder, nee. Kann das sich nicht leisten. Die vom Laptop sieht, die ist wirklich AIDS. Also das wollen, tschüss. Warum ist das? Wer ist gerade Der gegangen? von dem Montana. Ich sehe Montana Black, das ist auch okay. Ja, Der schon. könnte wieder reinmoven. Ja, das muss Demon machen, dafür haben wir es doch gerade geübt. Was gibt Leute reinschieben? Ach ja, ist zu blöd, er. Wow, er hat sich gerade echt aus. Wow. Herzlichen Glückwunsch, Marc. Herzlichen Glückwunsch zum Aussperren. Von wie er mich privat anschreibt, help. Wunderschön. GG. So. Können wir anfangen? Oder ich muss einfach draufdrücken. Einfach doof drücken. Wenn einer von euch nur ganz kurz abchecken kann, ob man euch hört im Stream, aber ihr sollte man, also laut hört, dass man euch hört, das sehe ich, aber laut genug. Ich weiß ja nicht. Hört man mich? Ja, du dich mal vielleicht mal ein Boah. bisschen lauter. Echt eine schlimme Quali, Alter. Also Danke. Marc habe ich gerade gehört. Danke. Laut genug. Nee, ich höre hier jeden. Und ich habe bei irgendeinem von euch, höre ich den Stream gerade doppelt, ne? Test, Test 1. Ja, das ist bei Demon. Ja, ich höre mich auch selber. Was, ich höre Wunderschön. hier jeden im Stream. Muss ich mir jetzt ganz kurz Discord, weil ich muss mich hier privat schalten, weil ich ganze Nachrichten kriege. So, okay. Echt eine scheiß Quali, Alter. Ja, Bruder, was soll ich tun? Das ist halt Ja, ein. vielleicht mal PC benutzen. Ja, habe ich hier nicht stehen. Das ist in meiner Privatwohnung in L.A. Warum öffnet sich Oh, Daniel jetzt Shooter ist Demon? hier. Hallo, Daniel. Ey, Grüße an Daniel Shooter, was geht? Warum auch immer sich jetzt gerade Steam öffnet und hier gerade alles versaut auf diesem Kack-Laptop. Jetzt wissen wir alle deinen Account-Namen. Jesus, was passiert? Okay, Jungs. Ja, Daniel, Jessro nimmt gerade in einem Tonstudio auf, professionell, und deswegen halt so krass. Ach, Ja. stopp, weil wir das du das. Oh. Und jetzt öffnet sich gerade irgendein scheiß Steam-Spiel. Was habe ich gerade Tango getan? Sexy Dance Santa Maria HD Video HQ Audio. So, okay. Oha. Was ist das für ein Video, Jungs? Was habt ihr gerade getan? Ja, wie So, gesagt, seid ihr bereit, Leute? im Titel steht ja, das ist eine heimatliche Kackquali hier, aber so ist es nun mal. Und ja, alles gut jetzt. Meine Eskalation ist vorbei, wir können von mir aus jetzt starten, aber das sieht nicht aus wie eine Runde. Seid ihr Doch, bereit jetzt? doch, das ist doch aus der Runde von Illegal, der Seid ihr Kampfsportler. bereit jetzt? Nein. Das ist klar, Also, dass ihr wenn sich jetzt bereit nicht seid. nochmal Steam öffnet, bin ich bereit. Wir fangen an mit Jason gegen Latinat. Mach das. Niemand hört das. Nein. Nein. Ey, für das schlag ich dir lieben gern die Demon. Fresse ein. Mal schauen, ob deine große Schnauze dann noch für mich Backstage reicht. Was für eine Fotze, ich bin sichtlich gespannt. Vielleicht hast du ja schon erkannt, dass ich dick bin, verdammt. Ich freue mich auf deine 085. Also erstmal erinnere mich immer noch brutal an Zabeks Blog, aber abseits davon, also vom Ja, Aussehen her, ne, wirklich. mega. Aber der hat einen schönen Druck in der Stimme. Also beim letzten Mal hat er noch da in seiner Ecke gechillt, hat ein bisschen was gesoffen. Aber jetzt zeigt er halt auch, dass er einfach mal. Was hat er eigentlich dahinter sich? Ist es so eine Zeltwand mit irgendwelchen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ja, macht Bock, ne? Ja, eine Zeltwand. Punchlines, Mann, doch komm mir mit der Stimme bitte nicht mit Gesangseinlagen, denn du klingst stark nach 21 Jahren Meth-Konsum. Die Kern durch Rauswurf sich an, Break mit Rap sehr gut. Du nennst dich Nussigenuss, ey du Nutella-Verschnitt. Bei so einer Einfallslosigkeit, da unterstelle ich dir nichts. Du versuchst sicherlich mit Rap ne etwas Cash zu catchen, doch mit J zum fucking A wird das erfolglos enden. Glaub mir, dass deine auf der Schwung nicht mal im Ansatz hält. Scheiß auf Flex, Mann, da hilft dir nicht mal Panzertape. Nur mit nem Trap-Beat klingt dein Flow etwas angenehm. Du machst es dir Rap-technisch wirklich sehr bequem. Wem euch hier, wenn dieser Lagnati naht, ein Problem hat, soll er herkommen, wir regeln das. Lässt man den Tag da außer Acht, gibt er sich lediglich mit 12-jährigen Mädels ab. Ich weiß, wie du dann Geld kriegst, Bro. Du besuchst mehr Striche als abgebildet in deinem Video. Ja, du bist tatsächlich echt hart im Nehmen. Trotz allem sollte man dich hier als Gegner gar nicht Was du da erwähnen. machst, nennst du Rap, Dicker, krass, bist du blind. Pass dich an, während du den Takt mit Absicht nicht triffst. Alter, was willst du mich mit deinen Scheißstrophen ficken? Du No-Name, dabei hau ich dir mein Schweif vor die Lippen. Mit paar Dreckslines willst du Krieg mit dem dicken Start. Noch das sind 120 Kilo gegen Kinder.
Egal. Und laut Posts und deiner Quali sollte man dich kennen. Nein, durch meine Runde gegen dich sollte man dich kennen. Ihre Familie hängt in den südlichen Ghettos fest wie die Zecken. In engen Sozialgrotten. Sie sind aber am Nordufer aufgewachsen, hm? Na, da ist es doch totschick. Als Kind ein Doppelleben geführt, hm? Ja? Eins bei ihrem alten Herrn, eins bei ihrer Mutter. In der Woche gehobene Mittelklasse, dann den Ghetto-Slang ausgepackt, um am Wochenende schön bei Daddy den Packesel in der Gosse abzuhängen. Wenn dieser Lagnati naht, ein Problem hat, soll er herkommen, wir regeln das. Lässt man den Tag da außer Acht, gibt er sich lediglich mit 12-jährigen Mädels ab. Ich weiß, wie du dann Geld kriegst, Bro. Du besuchst mehr Striche als abgebildet in deinem Video. Ja, du bist tatsächlich echt hart im Nehmen. Trotz allem sollte man dich hier als Gegner gar nicht erwähnen. Okay. Also erstmal Demon, das heißt Status und es sollte eigentlich aktualisiert sein. Ich habe gerade nochmal neu geladen, da steht zwar Just Chatting, aber immer noch das große Finale. Ja, dann schreib was Neues hin, aber schreib in Klammern dahinter heimatliche Drecksquali, weil das habe ich auch geschrieben. Muss man beachten. Ja, und Reihenmitglied wollte ich auch gerade fragen, wer von denen ist jetzt Reihenmitglied? Jason oder Luck? Echt? Aber wie viele Mitglieder hat Reihen mittlerweile? Das stimmt, okay. Stimmt, das ist ja der Typ. Aber das wusste Jason nicht während dem. Vor allem, ich rede hier gerade mein Handy rein, was keinen Sinn ergibt, weil dann ist nur der Chat zu sehen. Und eigentlich, naja. Aber ich muss sagen, also coole Runde. Die Hook war auch besser, als ich erwartet habe. Hallo, Pete. Oh, was geht ab? Alter, da kommen jetzt alle in den Chat rein. Grüße an alle, ne? Und ja, das ist gerade der Drecksquali. Okay, Demon, das ist der allmannigste Titel für einen Stream, den man. Aber gut. Aus Prinzip. Aus Demon-Prinzip. Okay. Wie fandest du Jason? Fand ich ganz gut. Ich mag den Druck. Er ist endlich mal aufgestanden, hatte ich schon rumgesessen. Zwei, drei gute Lines, aber war jetzt keine übertriebene Line dabei, die mich jetzt weggehauen hat. Aber an sich, im guten Mittelfeld oder im soliden oberen Feld. Mal gucken, was Luck Nutty Nut macht. Also der Renetix. Ich fand's okay, muss ich sagen. Ich fand die Hook jetzt nicht so krass. Ja, ich fand die jetzt auch nicht so krass, aber ich fand die gut für seine Verhältnisse. Beim zweiten Mal fand ich sie eher meh. Okay, uiuiui. Ja, ich fand sie okay. Es war halt nichts ganz Großartiges, kann man machen. Ja. Ich fand's vollkommen in Ordnung. Hat perfekt auf der Flow hat gut gepasst zum Beat. Hook klang gut. Hier, das ist die Exhaust-Setzen erstmal. Ja. Das ist nicht so ganz melodisch, aber. Ach nee, ja. Das sind die Dooms. Das ist eine Hook. Ja. Ja, also es war jetzt, also ich fand die Hook jetzt nicht schlimm, ne? Nö. Ich hab schon Schlechteres gesehen. Dramatic. Okay, Luck Nutty Nut. Feed Rudi. Geh in Deckung, wenn ich shoote, doch das hilft nicht, wenn ich in die Bude komme. Ja, ich bin auf Streit aus, denn ich bin gestört. Schick mich wieder in die Irrelevanz, wo du hingehörst. Doch man braucht ihn jetzt auch nicht so zu haten. Ich meine, der kann zwar nicht rappen, doch hat richtig fette Vape-Tricks. Und Übergewicht und Alkprobleme. Ey, my man, du führst ja echt ein geiles Leben. Aber dein Arzt hat dir gesagt, dir geht's nicht gut, denn du bist echt faul. Dann nimm den Tracksuit statt Tracks auf. Stehst du etwa schon vor den finalen Tagen und machst doch mal was, damit wir alle was zu lachen haben? Du fühlst dich wohl damit, wenn du in die Gesichter blickst, die dich betrachten und sich denken, guck doch mal, wie dick der ist. Und auch wenn jeder nur über das Äußere lacht, hast du ihnen vor deinem Tod noch eine Freude gemacht. Geil, komm mal. Ja, bevor der gleich, glaube ich, die Hook anfängt wahrscheinlich. Der macht auf jeden Fall erstmal deutlich mehr Stimmung mit seiner Stimme. Auch wenn das Video jetzt irgendwas Film-Noir-Stummfilmmäßiges ist. Ich bin ja nicht immer so der Fan von irgendwelchen. Also wenn das ganze Video aus irgendwas besteht, das man einfach reinschneidet. Das war auch eher ein Notfallvideo. Ah, okay. Das sieht auch so ein Notfall aus. Ja. Aber. Jetzt kommt der Rudi. Ja, aber ich mag auf jeden Fall, wie er Stimmung macht. Der ist lustig, hat zwei, drei lustige Lines gehabt. Von den Lines ein bisschen stärker. Ich mag, Alter, Mikrofon. Ja, Mann. Also, ne? Und das sag ich mit diesem Mikrofon. Oh, da liebt jemand dein Mikrofon einfach. Das ist mal aufpressen gerne. War auf jeden Fall ein erster guter Part. Sogar fast ein bisschen besser als der erste Part vom Jason. Aber mal gucken.
Oder wenn noch einer von uns was fühlt sich eigentlich schlecht an, wenn man mehr gejuckt hat, als man noch Scheiße gerappt hat. Ja, ja, ist okay, du hast gezeigt, dass du noch lebst, aber reicht dann auch im Spotlight, Boys, jetzt kannst du wieder gehen. Junge, du stehst hier voll nackt, die Nacht, also glaub mir, mir solltest du ausweichen, Penner, denn nachdem ich dir deine Kaulässe wegklatsch, landest du maximal auf meinem Teller. Ja, was soll man machen, das Relax, so steht im Weg und jetzt blas ich keine Flöte, sondern ihm nur seinen Schädel weg. Komm, erzähl, Mann, was ist eigentlich passiert? Vor 4 Jahren 1000 Klicks, heute keinen interessiert. Keine Sau. Ey, schaut man sich heute mal den alten Jason an, merkt man, dass das Interessante an ihm seine Wackness war. Ich mein, du bist heute auch noch ziemlich scheiße, aber halt nicht mehr kacke genug, um noch ein Meme zu bleiben. Also werd wie damals, Digga, mach uns doch die Freude. Los. Da haben viele gelacht, auch wenn du das nicht so wolltest. Heute ist der ja conscious und bringt Witze, dass der voll fett ist. Trotzdem ficke ich dich heute stärker als dein Stoffwechsel. Kannst ja sagen, so einen fetten Witz, der puncht nicht. Doch die punchen so lange, bis du fetter Penner abnimmst. Hör, wie er sagt, dass er behindert und faul ist. Er gibt keine Fucks und ist jeden Tag nur saufen. Heftiger Gegner, ja, du lachst über dein Scheitern, du bist echt nicht wie jeder. Nee, Mann, fuck, was bist du für ein Laberkopf? Sagst uns, du bist anders, doch bist quasi jeder fucking zweite Tumblr-Block. Merkst du selbst, dass das mit dem Battle daneben ging? Denn für dich ist es heute enger als in deinen Arterien. Jason, alle lachen dich aus, bist du, mach dich schon raus, aber mach dir nichts draus. Ey, ey, denn du bist zwar wack, aber ich bin ziemlich nett. Also hab ich ein Feature, damit du denkst, du wärst Konkurrent. Ey, du fetter Versager, hast du dich an das Ende wieder? Hat doch jeder Hurensohn Memes über dich gemacht. Ich erschieße dich und lach. Ha, 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 ha. Ey, du fetter Alter, sag, wer hängt schon mit dir? Ich erschieße dich, du stirbst. Du bist eine fette Missgeburt. Ey, 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 ey. Ey, du fette Sack. Ey, häng dich auf. Oha. Die Hook war jetzt ganz speziell, ne? Weißt du, wer das war, Chester? Nee. Pete? Also das ist, ja, okay. Okay. Passt. Ja, ich habe gerade nachgedacht, diese Stimme. Ja, wird doch schon Pete sein. Okay, ja. Nack, nack, die Nackt reiht sich eigentlich perfekt zu Leuten wie Noble Chap und Alman irgendwie ein. Das klang auch zwischendurch wie die beiden irgendwie. Ja. Also wenn du sagst, das Video war jetzt nicht geplant, sondern war jetzt Notfall oder so, weil also von den Lines her fand ich auf jeden Fall stärker als Jason. Hier Relaxum, das Meme-Ding, das Arterien-Ding am Ende. Ja. Ja, die ganzen Fetten, das war echt blöd. Also ganz ehrlich, ich sage immer, fetten Lines sind ein bisschen ausgelutscht, aber wenn sie gut entertainen, ist es ja vollkommen in Ordnung. Wenn die fetten Lines fett sind, geht's klar. Wenn die fetten Lines fett sind, ja genau. Wenn halt jemand sagt, ey, du bist fett, dann sage ich ja, cool. Und jetzt? Ja gut, du bist halt auch noch hässlich und widerlich dazu, ne? Ja. Das ist bei Jason nicht der Fall. Aber, ja, doch, ich glaube, ich gebe den Punkt in Nacktnatinat. Also das einzige Ding, was mir abgefuckt hat, war das Video, aber da drücke ich jetzt mal beide Augen zu und dann oh, kann man... Ich habe den Stream gesehen. Ja, ey, ich fakte selber ab, dass wir jetzt hier so ein Scheiß-Setup haben, aber so ist es heute nun mal. Ja, ich gebe den Punkt an Nacktnatinat. Tamka gegen Mango. Ach, und die Tumblr-Block-Line habe ich, falls ich gar nicht erwähnt habe, fand ich auch sehr gut. Und da ist der nächste Schluck. Okay. Cool Story, Pro, du hast eine Class. Jede schlechte Line. Manuel Hoben. Auch so. Gibt coolere Künstlernamen. Shit, man, so spät schon. In der Quali schiebt die pinke Transe-Welle so wie Sinbad und wirkt so kredibil wie eine Elfe aus dem Wings Club. Verteilt sie. Hä, wo schiebt Sinbad Welle? Wegen auf dem Teppich oder was? Wer ist Sinbad? Das ist dieser kleine Junge auf dem Teppich, der fliegt auf, also fliegt auf einem fliegenden Teppich, aber ich weiß nicht, was er mit Welle schieben. Also die erste Line verstehe ich schon mal nicht. Entweder bin ich zu dumm oder der meint das, weil der Teppich manchmal so wellenartig im Himmel ja, ist. Ja, ich glaube auch, dass das. Aber dass da jetzt Welle schieben, also diese ausgelutschte, ja, schon so oft verwendete Ding für Sinbad, naja, also,
Okay, egal, ich will mich jetzt nicht über eine Line so lange aufregen. Sicher aber. Keine Kicks wie Jocklo zum Wandern, denn du gleichst halt der pinken Helfer aus Cosmo und Wander. Glaubst du ernsthaft, dass du in dem Outfit Teenies klar machst? Damit siehst du aus wie ein Statist wie Bibis Wap-Up. Bei Frauen kann man behaupten, dass deine Chancen schwinden, denn du bist kein Pinselkopf, vielmehr ein Borstenpinsel. Auch ohne Adleraugen sieht mein Glas klar, dass du heute stirbst. Ich bin so fresh, dass die Mango richtig abgelaufen wirkt. Laut dir sind wir Mainstream, was du mit deiner Klasse darlegst. Ich glaub bei weitem nicht, dass du dich von der Masse abhebst, weil deine Männlichkeit zu Ende geht und Gladius an meiner Stelle wäre Gags ein Female Battle in dem SDB. Stell dir doch mal vor, du brichst bei Platten und CDs, als die Mango, dessen Name für die Damenmode steht. Es ist motherfucking Wood. Wer ist das denn? Du hast den Namen deiner Frucht. Du besagen, wie in der Scheiße gefiel. Was für Technik, Dicker, dir war schon das Reimen zu viel. Du denkst, dein Papi bietet dir Schutz. Doch Dicker, nicht mit meinen Hut. Richtig süß, wie der Streber hier auf Wahlgrupp macht. Ich setz mich auf dich und mach aus dir nen Mango-Sack. Also erstmal, die Hook ist, ich auch nicht, aber ich feiere das irgendwie. Die letzte Line war im TNM. Wo kommt der her? Zu Hause. Kommt aus dem Nichts und ist geil. Der hat auch einige coole Runden. Hm? Wo denn? Beim TNM. Oh. Also erstmal zu Temkays Part. Der steht auf jeden Fall übertrieben auf der Gleiche, der Junge scheinbar. Aber die sind, also manche finde ich cool, manche sind nicht so, manche sind ziemlich cringig, aber das switcht halt hin und her. Ich fand das mit der Manga abgelaufen leider irgendwie lustig. Ja, das war die Fresh, da war noch irgendeine, die fand ich auch gut, aber waren auch zwei, drei, wo ich dachte, ja, okay. Aber man muss jetzt auch nicht in jeder Line einen Vergleich bringen, so, du kannst es ja auch ein bisschen, ne? Vielleicht macht er sich eine Reime-Challenge einfach. Das sind fast schon so viele Vergleiche wie mein Matheunterricht. Aber, ja, zweiten Part ich vielleicht. Okay, ich habe gerade bei irgendeinem von euch die Runde gehört. Aber im zweiten Part hätte ich jetzt gern ein paar weniger Vergleiche und vielleicht ein bisschen mehr andere Arten von Lines. Man kann ja auch was anderes. Wurz ist einfach ein Schnitzel, ja, auf jeden Fall. Du bist als einziger eine Frucht in dem Turnier. Ich tausche dein Haar kurz mit Nemo, dann passt dein Name doch gleich besser zu dir. In der VR1 Pro zu Kurse für die deutsche Sprache. Das hat doch Demon damals bei uns gebracht, oder? Auch schon dieses, wenn man den A mit dem O tauscht, heißt der ja Mongo. Also, wenn Demon schon so einen Witz bringt, dann sollte man den nicht auch noch in seiner Runde bringen. Also, dann fischt man schon im Toten Meer, ne? Also, schwierig, sage ich mal, aber okay. Dann passt dein Name doch gleich besser zu dir. In der VR1 Bozo-Kurse für die deutsche Sprache an. Sag mal, gabst du Mongo, die denn auch dem Jana kann? Deine Fresse entnehme ich, du bist zu dumm zum Kacken, denn du siehst aus wie ein Kevin, der auch noch grunzt beim Lachen. Niemand kriegt dein Kriegsziel, ist doch klar, dass du verlierst. Bist du Jason oder warum spielst du ganz allein ein Trinkspiel? Es ist so wichtig, dass die Cap in jeder Runde sitzt, deswegen dreht sie nach den Punches okay. Auf dem Face gleich mit. Du kommst nicht weiter, denn dein Shit ist sicher keine Punkte wert. Sieh es doch als ein Finale, für dich gibt es keine Runden mehr. Bis heute das Opfer der ganzen natürlichen Auslese, doch träumst in deiner Welt von deinem Happy End weiter. Hätte ich deine Stimme, wäre ich lieber permanent heiser. Warum? Dann hätte ich eine glaubwürdige Ausrede. Es ist motherfucking Wood. Okay, Props, hier. Natürliche Auslese, dann dieser andere Doppelreim und dann zurück nochmal. Ich habe die ganze Zeit gehofft, ey, warum hat er natürliche Auslese so betont? Da kommt kein Reim. Und aber nach drei, vier Dinger nochmal einen Reim draufgebracht, der auch sinnvoll war. Also der zweite Part gefiel mir auf jeden Fall besser als der erste. Aber wollen wir nochmal Wutz zu Ende hören? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann können wir, ich spiele noch ein bisschen zurück. Ja, okay. Aber die kannst du. Okay, nochmal schön Wutz, dann können wir das Fazit ziehen. Du hast den Namen deiner Frau. Kannst du mir sagen, wie in der Scheiße gefiel? Was für Technik, Dicker, dir war schon das Reimen zu viel. Du denkst, dein Papi bietet dir Schutz. Doch Dicker, nicht mit meinen Hut. Richtig süß, wie der Streber hier auf Wahlgrupp macht. Ich setz mich auf dich und mach aus dir nen Mangosaft. Ey, echt schlechter Boy, warum macht der nicht mit, Mann? Den mag ich. Aber den ich auf meinem Channel eigentlich. 10 Minuten Hook von. Ja. Also, Corner meint gerade, der ist kein Fan davon, also ich fand die fresh. Ich fand die auch fresh. Ich mag die. Aber ja, wie gesagt, also der erste Part von Temke hatte mir zu viele schlechte Vergleiche. Der zweite hat mit dem Demon mit angefangen, aber gut, dann steht ich besser. Also, ist. Ja. Ist, relativ solide. Pete? Ist ja, was nicht Nachti. Was mich ein bisschen stört. Wer ist Nachti? Wer ist Nachti? Na, Nachti. Also, ich meine, hier bei uns wäre so bei uns Nachti sein, jetzt gerade. Alle. Okay, wir sind alle Nachti.
Nein. Nein. Was mich ein bisschen stört, ist, er kommt so ein bisschen versucht, wortgewandt zu sein, wahrscheinlich irgendwie so eine Atmosphäre aufzubauen, aber das catcht mich nicht so. Pete, wen meinst du? Komm. Was? Der ist Femke. Femke. Nein, er meint nicht dich. Pete, mich dich. Das ist Marc. Oh, hallo. Nein, wir stellen es nicht vor, wir haben das schon gemacht, Pete. Ja. Ich bin Slowdown. Ja, du siehst an dem YouTube-Titel, wer wir sind. Ja, ich bin Chesra. Ich bin Noah. Als Maul, du bist Marc. Pete. Und der andere Spaß ist Demon. Ja. So. Hallo, das bin ich. Es kommt Mangos Runde. Hey, wenn ich noch kurz was davor sagen dürfte. Ja. Nee. Mein Fazit zur Runde. Flow klang super, Beat, alles hat Atmosphäre gehabt. Mir hat wirklich nur der Inhalt. Mich hat der Inhalt krass gestört. Sonst hat alles gepasst, es hat professionell geklungen, man hat ab und zu mal ein paar Effekte gehört, es klang alles professionell, aber der Inhalt war echt nicht gut, meiner Meinung nach. Ja, textlich gesehen. Der Text frisst so ein bisschen die Atmosphäre. Denkst du gerade nur bei mir, oder? Hallo? Was? Hallo. Okay. Ja, bei mir habt ihr, oder hat zumindest Dings kurz gelegt, aber jetzt alles wieder für euch. Ja, keine Ahnung, wenn jetzt Mango tatsächlich inhaltlich besser ist, dann würde ich es bei ihm wahrscheinlich vorne sehen. Ja, mal gucken, was Mango rausbringt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer Mango war. Mango war der mit der Frucht. Der Typ mit A. Der mit der Pappe da, also bei dem guten Cut, weißt du noch? Also stimmt, der mit dem Cut. Ja, der Cut war gut. Ja. Der kam ja auch am Ende in unseren Chat rein, da hab ich aber auch schon wieder vergessen, wer da war. Aber komm, überzeug mich, ich will noch mehr so Cuts sehen. Boah, ist das eine Yacht? Nee, das ist ein Haus, okay. Die sehen sich ein bisschen ähnlich, finde ich. Überhaupt nicht. Die Schriftart kenne ich, die habe ich auch mal benutzt. Auch bei der feiert den nicht so richtig ab. Okay, komm, hau raus. Es fühlt sich beschwert, euch hat Gladius, wir beide da sind. Fühlt dich an sich ziemlich unverschämt. Doch was mich noch mehr trifft, ist, dass manche denken, dass wir beide auf einer Stufe stehen. Lächerlich, dass man gleich so übertreibt, meine Quali war vielleicht ein Irrelevant, was sich zu toppen, doch auch damit verglichen. Bist du für mich grundfreilos? Okay, der hat auf jeden Fall richtig Bock, irgendwas zu tun. Ja. Ja. Wie so ein Hund, den du so in einem Käfig hast, für zwei Tage machst du die Tür auf und der rennt erstmal über die Wiese. Also, ich habe jetzt leider keinen Bock, das Haus abzureißen. Ja, ich habe leider keinen Wort verstanden, aber klingt saugut. Ja, mal gucken. Wie wir. Kann man auch von vorne machen, Tesla. Kannst du gerne tun. Toll gemacht. Okay. Also von vorne jetzt so lang, okay. Ja, wenn er nicht versteht. Dein Facebook-Name Mango Crab. Okay. Aber schöne Brücke. Rami wäre nein. Es fühlt sich beschwert, euch hat Gladius, wir beide da sind. Fühlt dich an sich ziemlich unverschämt. Achso, weil klar, das ist raus. Es ist, dass manche denken, dass wir beide auf einer Stufe stehen. Lächerlich, dass man gleich so übertreibt, meine Quali war vielleicht ein Irrelevant, was sich zu toppen, doch auch damit verglichen. Bist du für mich grundfreilos? Soll man dich mit Pete vergleichen? Musst du bei so vielen Turnieren teilen? Doch bislang nur bei denen, wo man keinen kennt. Selbst da ist dein Erfolg stark eingeschränkt. Ja, wirkt halt mega verzweifelt. Wirst du jemals begreifen? Du hast zwei Runden gemacht, doch die du besiegt hast, wird niemand als Gegner bezeichnen. Du guckst in die Kamera, als ob du mich zerfleischen willst. Oh shit. Cam noch viel authentischer? Hättest du nicht dein Gesicht, denn das schreit so nach Mobbing. Auf was hat sich ehrlich gesagt verwundert war, dass du ohne Penis auf der Stirn überhaupt vor die Cam treten darfst? Du hörst dich aus Spaß. Ich ficke dein behindertes Leben. Du bringst dir Standardphrasen, die du umkonstruierst, sodass sie sich mehrsilbig reimen, aber keinen Sinn mehr geben. Und dann immer diese Wie-Vergleiche. Wie? Wie? Wieso machst du das? Denkst du, das wird man sich willentlich geben? Oder wolltest du Colin deine Chester, das Stream leckt. Ist das so? Hast du das ja. Dann mit Problem. Ach. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, in dieser Dreckskulisse, in der ich mich gerade befinde, ist es schwierig, dagegen vorzugehen. Ich
kann höchstens mal kurz den Stream neu starten. Und hoffen, dass es dann wieder geht. Nein, bitte nicht. Ja, oder wir lassen es halt so. Leckt er denn bei allen? Und bei mir leckt er auch. Ich hab ihn gar nicht an. Also ich sehe gerade das Gesicht von mir. Standbild ist auch schwer, dass es leckt. Ja, das ist jetzt Standbilder lagen halt richtig. Ich heiße Marvin. Ja, die freien Zuschauer sagen auch, es leckt. Das ist problematisch. Ist raus. Ja, das ist, weil nur unbedingt heute die Werbung machen wollt, ne? Das ist zum Maul. Ja, aber in nächster Woche wäre es wieder. Es wird ein Spaß, das zu uploaden. Ja, wirklich, ne? Ja, ich kann die Videobetrachtung runter machen, dann müssen wir mal neu starten. Für. Dann starte mal neu. Also bis gleich, nochmal je. Haut ab. Haut ab, ja komm, ist eh kacke. Mango gewinnt eh, wahrscheinlich. Keine Presse, lieben, denke. Okay. Sollten wieder live sein, sollte jetzt bitte nicht mehr lecken. Das sind jetzt auch nur noch 27p, nicht mehr 1080. Guck mal, da lacht der Noah, ne? Das ist so sein Humor. Okay. Ja, nein, vielleicht. Jo, haut mal raus, Jungs, lecken wir. Also gut, sind sie jetzt schlecht, glaube ich. Lecken wir. Ja, wir lecken. Ja. Okay. Liebe gestehen, ha? Du machst auf hart, ey, das ist Temke. Es liebe Bösewicht. Ich glaub dir fast, dass du kommst und uns alle vermöbeln oder sogar töten wirst. Aber kern noch authentischer, hättest du auch Druck in der Stimme. Jetzt ehrlich mal, ist bei dir alles okay? Du klingst von Zeile zu Zeile nur ängstlicher. Aber da für eine Drohne. Niemand in der Mitte dir sympathisiert, aber da für eine Drohne. Mach lieber Videos und leg dein Mikro weg, denn das solltest du ab jetzt lieber gar nicht verwenden. 10K's Battle Rap Finest aus der Sichtweise von Informatikstudenten. Hey! Einmal gehört und dann wieder vergessen. Deine Texte sind inhaltsloser als das Postfach deiner geschäftlichen E-Mail-Adresse. Hol dir ruhig mein Lebensatz. Okay, für die Line hat er gewonnen. Müsste ich deinem beschreiben, wäre das wie alles an dir ein Hauch von nichts. Jetzt soll ich sagen, also für mich geht es auf jeden Fall. Die Postfachadresse, ja. Ja, also das ist die letzte Line, die jetzt auf jeden Fall nochmal überzeugt. Der hat eh viel mehr Motivation, Web, dynamischer, cooleres Video. Und jetzt auch noch mit dieser bösen Line, okay. Für mich ist Mango weiter. Und textlich war der wirklich stärker einfach. Das ist genau, was ich vorher gesagt habe. Also, Chesseran, wen gibst du den Punkt? Ja, Mango. Also, falls es gerade nicht rumgekommen sein sollte. Ja, ich weiß halt nicht. Warte, Noah muss sich das aufschreiben auf seinem Zettel. Nee, ich will es nur. Nee, ich gebe den Punkt an Mango, weil er für mich in so ziemlich jedem Belang besser war. Ja. Okay, hau mal, Jungs, gegen Herrlich. Oh, jawoll. Also, schau ich auf Herrlich. Aber auf die anderen auch ein bisschen, die waren auch lustig. Nein, das ist keine Wertung, nur Tesla bewertet hier. Für sich selber. Ja, nur ich bewerte. STW. Also. Der Rest nichts zu sagen. Ja, der Rest kommt aus Text. Ich ziehe die mir nochmal rein, so sollte mir irgendwo ein Fehler von mir auffallen, werde ich es auch im Nachhinein nochmal nur schreiben. Ich bin einfach ein sehr voller Mensch. Ja. Oh, die hängen nicht mehr in dem Zimmer, glaube ich. Ich halt deine Fresse, sei auch mal still, sonst zieht Pressus dann deine Katze ab und legt sie auf den Grill. Keine Chance gegen Horem, der Bauer fliegt schon Runde 1. Lies deine Texte uns wieder vor, doch Harry bleibt einfach unerreicht. Ey, yo, Herrlich, Alter, gegen dich, das wird ein easy Battle. Ey, in Runde 1 ein Feld zu kriegen, finde ich vielversprechend. Alles, was du bringst, ist low, die Scheiße hier gefällt dich. Ey, du rappst 4 Jahre lang und scheiterst an den Basics. Ich fick dir ne Parabel in die Fresse, Alter, hau ihn rein, danach sieht deine Fresse aus wie die Krümmung von Raum und Zeit. Nee, gute Line. Yo, Corner, ich sitze in der Kirche, ja, das ist meine private Kirche. Ich bin über Weihnachten und Silvester immer in der Kirche, weißt du? Deshalb haben wir auch keine Facecam und dieses Kackmikrofon hier. Ist heute leider so. Ich bin selber deswegen deprimiert. Und Stream laggt schon wieder, ist es so. Also ich mach mal kurz zurückspulen, mach kurz einen Test, ob das wirklich laggt. Krabbel in die Fresse, Alter, hau ihn rein, danach sieht deine Fresse aus wie die Krümmung von Raum und Zeit. Leckt gar nicht. Also bei mir leckt's nicht. Das ist die Kamera von denen, die leckt. Nein. Das ist meine Facecam. Ich finde, heute habe ich die schönste Facecam, die ich je hatte. Wir müssen das Team neu starten vielleicht. Also bei mir. Also die Brille gefällt mir. Corner.
Bild steht bei mir. Ach, echt? Bildtechnisch letztes. Man hört alles, aber sieht nichts. Ja, das dann mal neu starten vielleicht. Den Stream. Wir sollten Corner neu starten einfach. So. Also ich habe Bild gerade ein bisschen runtergestellt. Es kann sein, dass man jetzt nicht mehr komplette flüssige 60 FPS sieht, aber es sind auf jeden Fall eine konstante Bildrate, die da durchläuft. Okay, ja, weiter. Ah ja, herum gibt kein Fick auf die Fisten. Dich ficken dir in dein Milchgesicht und verpissen sich. Presses kommt ins Battle, hat dich pimpt sie aus dem Rücken. Unsere Runde ist die neue Nummer 1 im Bikini-Bot im Endeffekt. Wann kriegt dieser Loser nur Scheiße? Ey, yo, mein Kaktus ist viel cooler als deiner. 1, 6, 9. Ey, wir geben keinen Fick auf Uhr. Nach dem Battle hat dein Körper Zimmertemperatur. Wieso heißt du herrlich? Es gibt keinen Grund dafür. Nenn dich übertrieben, Wacker, Spaß und wir sind cool mit dir. 1, 6, 9. Ey, wir geben keinen Fick auf Uhr. Nach dem Battle hat dein Körper Zimmertemperatur. Wieso heißt du herrlich? Es gibt keinen Grund dafür. Nenn dich übertrieben, Wacker, Spaß und wir sind cool mit dir. Und sein Semester B, Bitch. Mag ich auch irgendwie. Also. Oh, Mark, aua. Mark, ja. Mark. Das mag ich nicht. Also die Hook ist ein bisschen, ja, okay, ja, also 1, 6, 9, bam, 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 schöne Energie. Aber auch der Part, also ich mag, dass sie sich dynamisch abwechseln, dass sie wissen, was sie tun. Die Kamera, ja, ne, so wie mein Stream gerade, ist nicht die perfekte Qualität, aber auch sehr. An sich, also schade, dass sie ihn herrlich müssen. Und ich hoffe, herrlich hat sich Mühe gegeben, weil manchmal gibt es auch herrlich keine Mühe und dann ist er auch kacke. Aber an sich feiere ich ihn ja sehr. Ich hoffe, der hat sich wirklich Mühe gegeben für diese Runde und hat nicht irgendwas hingeschissen. Weil die sind nicht schlecht, also. Ne? Ich mag die. Naja, AIM ist halt fast in 16 gelandet, das auch berechtigt gewesen wäre. Die können was. Auf jeden Fall. Okay. Und Grund dafür, nenn dich übertrieben, Wacker, Spaß und noch eine kurze Frage. Ja, aber das. Die Paarungen, waren die zufällig ausgewählt? Die waren zufällig, ja. Okay, ja. Also, ich das hat sich auch rechtfertigen müssen. Ja, ich wollte gerade sagen, warum müssen denn diese beiden sonst gegeneinander? Aber na gut, wenn das zufällig ist. Ja. Das wurde 30 Mal gefragt, glaube ich. Wir sind cool mit dir. Unser 1 Semester B, Bitch, jetzt wird's hier aufgeräumt. Wir bashen herrlich Kinderzimmer und seine Mann baut den Joint. Wir dividieren ein mattes Studentengesicht mit deinem harten Kick, während du berechnest, wie hoch im Battle deine Chancen sind, ey. Wie willst du dich mit dem Horror-Master-Style vergleichen? Was hat dein Flow mit deinen Beats gemeinsam? Klingt beide scheiße. Warum malst du denn nicht uns auch ein schönes Bild für den Sieg? Schreib auch jeden Witz ruhig um, aber gewinnen wirst du nie. Punkte hast du Pfeife gegen Harry nicht zu suchen. Das wird kein Battle, Alter, nur ein Gangrap mit dem Groupie. Und ich hab echt keinen Plan, warum Leute dich jetzt feiern. Keine Stimme, keinen Flow, keine Videos, geile Scheiße. Es ist der AM, der hier jeden bummst. Du bist so Gangster, du schreibst deine Scheiß-Tracks nur in C++. Ey, und du wirst sich an das Scheiß-Tracks gerippt. Denn du siehst so aus wie jemand, der auf Magic-Karten wächst. Penner, du bist so lustig auf jeden Fall. Mach das noch ein bisschen härter und du bist dann Deutschraps Kristall. Devise, wow, du bist auch schon böse Leiter. Tut uns leid, doch schon im Achtel bist du hier auf deinem Meister. 1, 6, 9. Ey, wir geben keinen Fick auf Uhr. Nach dem Battle hat dein Körper Zimmertemperatur. Wieso heißt du herrlich? Es gibt keinen Grund dafür. Nenn dich übertrieben, Wacker, Spaß und wir sind cool mit dir. 1, 6, 9. Ey, wir geben keinen Fick auf Uhr. Nach dem Battle hat dein Körper Zimmertemperatur. Wieso heißt du herrlich? Es gibt keinen Grund dafür. Nenn dich übertrieben, Wacker, Spaß und wir sind cool mit dir. Das Sample ist halt ultra. Ey, ist also. Ja, das ist mega Beat, geile Lines. Scheiße, ich traue fast unmerklich. Ich hoffe, der Junge hat abgeliefert, weil das ist brutal. Das ist wirklich auch zwei, drei Lines waren übergeil, wie diese C++ oder auch die. Also, kurz danach kam noch eine von dem anderen Dude, aber ich hab dich wieder vergessen. Kristall meinst du? Genau, Kristall. Die Kristall-Line ist auch böse. Wobei also, die von Holiday Cat gegen Brian schon besser war. Der hat auch eine Kristall-Line. Genau, wie ging die? Weil Brian Diamond immer so auf Comedy macht. Kristall. Brian Diamond. Das war ich war ziemlich geil. Bei das war auch der beste Diamond-Front. Doch bei dem Wort, bei dem Namen ist es, kann man schon. Aber herrlich macht er auch sehr auf Comedian, also kann man auch ein bisschen Spaß. Herrlich. Ja, Bete hat er abgeliefert. Sonst muss. Auch Rudi Wiesenblüte, also der gute Pi dabei. Pi dabei.
Erstmal den Einstieg, ganz kural mit freshem Zockerschild. Ihr habt zwar Aim, doch eure Lines treffen mich trotzdem nicht. Aber war Call of Duty 1v1 Quickscope Match. Und ich hau dich locker mit nem 360 Trickshot weg. Obwohl du sniffst doch Pep, vielleicht auch Crystal Meth. Vielleicht haust du dich vorher selber mit nem Trickshot weg. Ihr chillt jeden Tag zusammen in derselben verranzten Baracke. Nur noch ne Frage der Zeit, bis die Penner da mal ineinander verwachsen. Ich würde versuchen, aus dieser Lage die Horemer Jungs zu retten, wenn die nicht genau wie der Rest der Stadt alle dieselbe Mutter hätten. Horem als Inzuchtstadt zu bezeichnen ist ja eigentlich gemein. Doch eure Verwandte nehmen nun mal alle den gleichen Platz im Stammbaum ein. Also wäre Mutter Leid gegen euch zu bringen ja echt gerissen. Gleichzeitig würde ich damit ja auch noch eure Schwester dissen. Und eure Großmutter auch und eure Tante auch. Und die Cousine dritten Grades und den Schäferhund. Eure Mutter ist fett, eure Mutter ist fett. 57 Personen machen Angry React. Raison, wenn du sagen würdest, du seist weder Frau noch Mann, wäre das lustig, weil man dir das sogar glauben kann. Kein Mann, keine Frau. Noch nicht mal Helikopter. Junge Raison, vielleicht ist dein Gender Opfer. Bevor ich so einen Legastheniker wie Raison feier, gönn ich mir lieber beim Asia-Imbiss Reis on Fire. Und Freddo, in deinem Namen ist eine Null, wenn ich das richtig sehe. In deinem Team sind gleich drei davon XDD. Hässlich und stinkig, so ranzig und pissig. Unfair und schwul kämpfen sie auch für dich. Leben bei Reisern in Schränken und Eimern. In ihren Löchern, da sind sie zu hart. Sieht das jetzt aus? Dein Mikrofon, es tut weh. Ja, ich habe ihn gerade gemutet. Oh, wie entmutet, nicht bereust. Marc. Ja. Hör auf, dein Mikrofon zu essen. Okay, das am Ende jetzt verstört mich. Man sollte Queens niemals ausschalten. Ich habe es genau deswegen gefeiert. Also, Marc, was tust du? Dann mute dich bitte mal kurz oder so. Mein Mikrofon rein, raus, bitte. Oh, Alter. Das ist gut, ich kann jetzt ich kann sagen, dass ich nicht der schlechteste Kralin im Stream habe hier. Jetzt geht's wieder. Ich glaube schon. Okay, sag mal, Boss. Boss. Das ist mein Joke, lass dir. Oh nee. Och, Marc. Drehst du die ganze Zeit an der Buchse rum, oder was? Nein. Ja, irgendwas auch. Okay, Chester. Ja, ich überlege. Ja, also folgendes. Line-technisch finde ich beide Runden mega. Videotechnisch sind beide, ja, okay, ne? Also beide funny, fresh, aber ist jetzt bei, also klar, Herrlich hat jetzt einen Bluescreener ausgepackt und sich dummerweise das Ding ins Gesicht gedrückt. Aber so richtig mega ist es jetzt auch nicht. Ich muss bei beiden mehrmals lachen. Das einzige Problem, was ich jetzt gerade in Herrlichs Runde habe, ist, es ist keine musikalische Runde. Also es ist jetzt nicht, dass ich mir anhören würde. Und wenn ich nicht auf den Text achte, würde ich denken, was ist denn das für eine Kacke? Also das war jetzt nicht so wirklich musikalisch. Ich hätte mehr, jetzt switch ja ständig zwischen diesem hier diesem Gummibären-Lied. Am Anfang hat er ja auch mehr geredet als gerappt. Das ist mein Problem, weil der hatte auch schon musikalischere Runden und die anderen waren halt auch mega musikalisch. Die hatten ja diese epische Hook und haben auch auf die im epischen Beat, den sie hatten, geflext. Dem sein Beat war jetzt auch mehr so okay. Ja, ne? Hat Takte, kann man Beat nennen. Ja, episch im Sinne von gut. Also mochte ich. Die hatten einen coolen Epic Beat. Rap. Epic Core. Und deshalb, glaube ich, muss ich leider gegen Herrlich stimmen. Auch wenn es mir leid tut, weil ich mag Herrlich sehr. Aber der hat auf jeden Fall geilere Runden, wo er auch auf jeden Fall musikalischer war, die man sich auch anhören kann, denken kann, ey, das ist coole Musik. Und das hier war jetzt keine coole Musik. Das waren sehr gute Lines, ein funny Video, aber es war halt jetzt nicht wirklich etwas, was ich mir aus soundtechnischen Gründen nochmal anhören würde. Aber ich schaue es mir schon mal an, um mir die Lines mal anzuziehen. Okay. Ja. Noah, ich glaube, du hast mir dieses Battle gegeben, oder?
Ich muss mal in diesen gucken. Haben die anderen nicht alle Battles bekommen? Was? Haben die anderen nicht alle Battles zu bewerten? Nee, alle haben nur 4 Stück. Okay, aber ich muss alle bewerten. Ja, Marc, du hast bekommen. Ich glaube, das wird schwer. Ich finde beide so toll auf ihre Weisen. Wie gesagt, das stärkste Battle für mich. Ja, ich schätze es auch mir. Ja. Also, was fällt denn dir auch ein, diese Scheiße? Du hättest doch nochmal zufällige den Zufallsgenerator anschmeißen können danach. Hätte hab keiner gewusst. Dreimal gemacht, lustigerweise. Also, es kam dreimal das Battle raus, oder was? Nee. Schlechter Running Seed. Das war nur ein Battle gleich und das war das nächste, was jetzt kommt. Weiter gegen Mimikry. Hm. Ach, der hat wieder den Yang Ying dabei. Oh, Alter. Will die mir nicht noch irgendwas zu dem Battle sagen? Von eben. Lieber ich habe alles gesagt, Geistesbattle. Ja. Trap kann auch bewerten. Gut sein, mein Freund. Kann, aber nicht zu 99% den Trend gemacht. Sind meistens gut. Das nicht. Ist. Aber alle die 500 Milliarden Leute, die auf den Trend aufspringen und das versuchen zu faken, sind halt scheiße da drin. Okay, wer kommt jetzt? Mimikry. Mimikry. Geil. Grenade. Das bin ja wirklich ich, geil. Dein Zigarettenwurfen, nimm mir steckst du dich gerade in der Hoffnung, was zu weg fürs Team. Und deshalb schmeißt du wenn ich auch raus. Ciao, ciao. Ich recorde im Loop die Bretter, wenn du Leute meme musst. Warum dann keinen guten Rapper? Du bist clever, zählst du deinen Clip, damit dich keiner finden kann. Dass ich dafür jemand kennen muss, wurde dir wohl nicht gesagt. Du rappst schon mega lange, doch bist du unroutiniert. Als Dealers Kumpel, den er nur mal kurz motiviert hat, ja. Du klingst auf Trap nicht schwierig, denn der Text ist billig und der Rap wie Cynic. Du bist so ein Kommunist, was an sich ja auch nicht schlimm ist. Doch fuck ich im Chat nach links, denkst du Spaß damit mal nicht dich. Du drückst den Jay in meine Fresse, meine Fresse. Der ist so behindert, der kann nicht mal richtig fessen. Hättest du statt Gras und Tabletten Zeit fürs Rappen benutzt. Ich fühl mich wie Audio, denn ich bettel den Schmutz. Dann nimm doch deine Drogen, nimm Tilly den Pick, bin ich Beats. Doch der ist so ein Autist, Mimikry's Mimikry. Und ihr doch vorne in einem Video für Style, Bro. Es gibt Beat und Morty, aber ich kriege das Pfeil los. Ich wollte coole Gegner, aber Mimikry nicht. Trotzdem wird der Tropfen von mir locker easy gefickt. Jetzt nee, wird deine Kalakuh werden besser für mich. Du bist so ausdauschbar, nenn dich doch einfach Wack MCX. Ausgerechnet, du sagst jedem Spaß, das ja nicht. Also es war das gerade die Hook, die fand ich nicht so geil. Aber ich fand, oder was auch immer das war, das hätte er lassen können. Aber davor, da waren ein paar coole Lines. Also die Cynic-Line fand ich sehr gut. Du rappst wie Cynic irgendwie, also wenn man weiß, wie Cynic rappt, weiß man, dass es das eine richtige Beleidigung ist. Das war am Anfang halt auch, ja, diese, der ging ein bisschen aufs Mimikry-Ding ein. Das Video ist halt, er steht halt in der Zimmerecke, also kann man jetzt nicht so viel rausholen. Und die Effekte machen es fast noch schlimmer, aber ja. Aber die Videos ist ja jetzt auch nicht so. Ja, ja, gut. Also kommt auf die Effekte drauf. Und diese eine Schwarz, dieser, wo er die Kontrast rausgezogen hat, fand ich ein bisschen komisch. Aber ja. Die Videos finde ich auch nicht so wichtig, oder? Die haben jetzt hier im STB jetzt auch nicht die Bedeutung wahrscheinlich. Nee. Gibt nur 3 Punkte. Ja, neben den 5 Flonic-Punkten und den 8 Punkten für Gesicht. ja, aber also schon auf jeden Fall, da waren 2, 3 coole Lines dabei, so der geht auch wieder ein bisschen ab. Ich mag das ja, wenn die Rapper ein bisschen motivierter sind, wenn sie nicht einfach nur so, ja, so, da hatten wir jetzt schon einen dabei, der so war. Aber sonst so. Oh, ne? Wollen wir Namen nennen? Oder? Ich hab mich vergessen, aber. Nee, ich glaube, das war das Tenke, der so ein bisschen monotoner war. Ich bin gar nicht sicher. Naja. Aber ja, nicht mal so viele. Auf die letzten 90 Sekunden, ja, ne. Ja, hau raus. Ich rappen kann, aber bekommt gleich noch wieder in 2 Zeilen. Bester Mann, besten Dank. Hetzt immer die Flows nicht von der Resterampe. Aber nein, du bist zurück und jetzt wird wieder ein Pferd verschandelt. Ja, ja, ich fick ja alle auf Tracks. Bei dir wird tatsächlich deine Falle aus. Flap, du bist so langweilig, dass mir schon nach einem Part nichts mehr einfällt. Charakter oder Skill kann man nicht kaufen vom Preis. Ja, die Line gab's auch schon zu oft, leider. Ja, ist sie auch wirklich gut? Ich weiß es nicht. Nee. Also die 3 Sekunden jetzt waren auch nicht wirklich nötig noch, aber... Ja. Ach, dann war Yang Ying dieser komische Autotune-Fehler in der Mitte, oder was? Ja, das ist er selber. Ach, das ist so. Ach, das stimmt, der alte Yang Ying damals bei ihm gemacht, ich erinnere mich. Ja. Habt ihr mir beim letzten Mal schon erklärt, ne? Ja. Ja, ja, irgendwie ist das zu viele Rappernamen. Aber, ja, also ich habe ja vorhin schon vor 3 Sekunden schon gesagt, war eigentlich schon ganz solide Runde. Ganz gut. Also Mimikry. 2, 3 starke Lines, auf jeden Fall. Also sehr starke Lines. Okay, der ist scheinbar nicht zufrieden.
Hey, wo schneit es denn so? Ist es Deutschland? Wo in Deutschland ist denn so geschneit? Ja, ist Deutschland. Alter, weil ich habe dieses Jahr noch fast gar keinen Schnee gesehen, voll unfair. Mir gefällt der Rap auf 1% Volume. Ja, ja. Hormone mich doch, Pech für dich, dass ich alleine bin. Bitch, ich zieh ne Line und noch ne zweite und zerreiße dich. Ey, kille kleine Kinder, das ist für mich gar kein Ding. Laber nicht, du Klecht, ey, ich zerbreche dir dein scheiß Genick. Bei deiner Stirn dachte ich erst kurz, du hättest Krebs. Und warum ausgerechnet du hier frontest, muss ich nicht verstehen. Du rappst zwar kacke, aber Lack, was will man machen? Denn du hast nix, was dich von den anderen bisschen abhebt. Bitch, ich baller hart, ey, schicke Flammen. Snaps mit deiner Mom, du bist eher ein scheiß Knallfrosch und keine Granate. Brauch ich nen schwarzen Freund, ich Corner und der macht zu laufen. Du entfliehst von mir, pack an den Fünfer noch 3-0 drauf, ey. Zu mir reden während der Hookpause. Hookpause, ja. Hey. Ja, ich will keine Hooks wegen. Dieser Versuch von Flow-Variationen, der ging gerade wirklich, das war ein Stich ins Herz. Der Versuch von Runde ist ein Stich ins Herz. Ich dachte, ich fand ich seine Quali nicht ganz gut eigentlich damals. Nein, ich glaube nicht. Nein. Nein, okay, ja, dann habe ich dann fix den. Nee, dann so, puh, ne? Ich würde sagen 1-0 Granate, oder? Also wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie so Joke, erste Minute war Joke, jetzt ist es los. Es ist noch über eine Minute Zeit, das könnte passieren. Ja, das kann noch schlimmer werden. Vor allem, was ist denn eine Hookpause? Warum ist denn hier nichts? Problem, damit kommt der Türkei-Sprache, also der Feature-Typ. Ja, dann schneidet es aus dem Beat raus oder so. Der hat die Runde schon mal gehört. Der hat die Runde gehört, hat keinen Bock mehr gehabt. Ja, glaube ich auch, ja. Ich denke, hier hockt da Highlights sitzen, aber hier gibt's keine. Bitte, das muss in den Kommentaren irgendwo stehen, so das Beste war die Hook. Das muss doch irgendwo stehen. Ich stimme Pete gerade zu. Vielleicht super inhaltlich, aber halt, ja, also ich weiß, vielleicht hat er auch für die Runde, ich meine, ich mag den Schnee, aber ich habe den auch besser in Erinnerung als diese Runde, irgendwie. Diese Runde ist jetzt nicht optimal. Ey, ich box dich Penner in die Stratosphäre, danach nennen mich alle den menschlichen Granatenwerfer. Du bist zwar Standard, okay. Aber tust auch besonders, okay, und bist der gleiche Typ wie die fucking Duzi. Du frontest, ich mach nen Bett über dein scheiß Schädel, bis die Kacke zerbricht und prügel deine Leiche mit nem Skateboard, nenn es Tony Hawk Clip. Ey, dein Eierschädel kriegt einfach Risse und springt. Fuck, dein Kopf ist so rund, ich dachte, dass da ein Küken rausschlüpft. Und wegen Defiziten im scheiß Teilnehmerfeld nimmt Noah Rapper ins Battle, die eigentlich keine sind. Ey, zum Beispiel dann dich, die Sache mit dem Lecken find ich bisschen komisch, aber dann macht es auch wenigstens Sinn, warum du aus dem Maul wie ein Fischerbusch stinkst. Oh nein, ich will sehen, der Ball rollt. Ich will's auch sehen. Ah. Okay, das verdammt. Ich bin enttäuscht. Wow. Ich bin auch sehr enttäuscht. Alleine wegen dem mit 1-9 Granate. Also, ja, mit der Stimme hätte man auf jeden Fall was Krasses machen können, aber. Ne? Man könnte einen krassen Trap-Beat machen. Der, ich mag seine Stimme, ich mag seinen Rap-Art, deswegen. Aber trotzdem, battle-technisch finde ich auch Granate besser. Also, ich dachte, ich hätte Mimiko auch cooler abgespeichert, aber diese Runde gefällt mir so gar nicht irgendwo. Also. Das Video ist besser von Mimiko auf jeden Fall, aber das macht keinen Punkt aus. Also, für mich auch ein Punkt an Granate auf jeden Fall. Schade. Und auch dumm, wenn er ein Feature geplant hat, der ist dann nicht da und dann ist da so eine Pause und so, das gibt halt auch. Also es trägt nicht gerade positiv dazu bei. Nee. Ich finde ganz ehrlich, es geht eigentlich. Also auch mit der Stimme. Schlimm fand ich jetzt halt nur. Die Stimme finde ich auch nicht schlimm. Wie gesagt, man kann was richtig Geiles drauf schon machen. Ah, schlimm. Aber er hätte halt einen anderen Beat-Typen nehmen müssen, finde ich, dafür. Nicht unbedingt, weiß ich nicht. Schlimm finde ich persönlich nur, dass der manchmal gefühlt richtige Flow-Aufsätze hatte. Ja, aber auch halt vor allem innerlich die ganzen Lines. Also die Granaten wäre vielleicht nur das beste Glaube, was er hat. Und die war jetzt ja, auch, und die war jetzt auch noch mehr. Ja, Stratosphäre oder menschliche Granaten mehr. Ja, yeah, ich meine, er sagt das hier, statisch. Trifft. Ich weiß auch, dass er besser kann. Und er sagt auch, dass er weiß, dass er gegen das besser kann. Ja, so auch so. Ach stimmt, Quinet ist ja der Quinet. Quinet ist Quinet, krass. Nee, ja. Also ich gebe den Punkt an Quinet, du bleibst dabei. Alles klar. Kalakpo gegen die geilsten drei.
Ah, oh, cool. Mit dem fangen wir an, Color Code, na gut. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Also ich wüsste ja, wenn ich irgendwas gemacht hätte, aber ich habe ja nichts gemacht. Ja, das ist einfach nur schlimm. Ja. Freunde, Paul! Ach ja, das Internet war eine gute Erfindung. Ja. Jetzt sind die geilsten drei am Rappen. Mit fast so vielen Punchlines wie Geheimratszecken machen. Wie sich lockert das Preisgeld klar. Bieten jedem die Stirn, denn davon ist reichlich da. Oh. Ihr seid die geilsten, Alter, ohne Witz. Vor allem, wenn man so zu dritt in der Wohnung sitzt und niemanden sieht, der besser rappt, ey, ich komm nicht klar. Zum Glück war der Pizzalieferant noch nicht da. Ohne Gäste und Frauen. SDBs Elite, die Besten im Raum. Also die Besten, die sie gerade so sehen. Die Bike Piss Champions vom Damen-WC. Klar seid ihr die Kings in den Turnieren, ich mein, ihr könnt euch immerhin im Mittelfeld platzieren. In einem Battle, das ihr selbst popelig nennt. Bestimmt nicht leicht, so ganz ohne Talent. Ihr seid scheiße, gar nicht cool, mega schwul, ihr seid scheiße. Während ihr eine aufwendige Runde macht, hab ich's mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Ihr seid scheiße, gar nicht cool, mega schwul, ihr seid scheiße. Gib mir ne Nummer und ich ruf da an. Wenn ich Scheiße brauch, Goethe, dann bist du mein Mann. Das Video lenkt mega ab, ist aber cool. Aber so krass lenkt es auch nicht ab, finde ich. Nee. Nee, also ich würde es jetzt als Kritikpunkt sagen, aber also ich habe schon erstmal nur auf die Fresse geguckt. aber auch coole Lines, also ich mag die beiden. Ne, jetzt nur auf die zweite, ne? Finde ich sogar tatsächlich bisher die beste Runde. Ich persönlich finde, das ist das Beste heute bisher. Boah, ich finde da das ehrlich gegen Dingens, gegen Hochheimer Jungs ja. Battle zusammen besser. Ja. Aber es, nach diesem Battle würde ich auch wahrscheinlich die jetzt nehmen dann. Der schlimmste Hook im Achtel, sagt Piet. Wirklich? Wirklich? Nee. Na, war ein Piet Hook schlimmer? Nee, ich weiß. Die Hook von Mimikry schlimmer. Ja. Nee. Ja, die Hook. Okay. Oh. Ihr wart die längste Zeit die geilsten drei. Sorry, aber jetzt ist eure Zeit vorbei. Klar, wenn wir das sagen, muss es gar nichts heißen. Doch für uns seid ihr nur drei Fragezeichen. Sorry, aber für euch drei endet's böse. Für alle im Turnier seid ihr nur zwei und der Goethe. Goethe? Na, der, bei dem man gerade so denkt, der kann was. Das erklär ich euch wann anders. Yeah. Ihr seid die Geilsten, wenn ihr denkt, dass ihr die Geilsten seid. Musst du kurz überlegen, aber du weißt Bescheid. Mit Leichtigkeit gefickt man, ihr kommt gar nicht klar. Alle guten Dinge sind drei, scheinbar waren sie's mal. Und der eine Rap von Midlife Crisis, doch sieht selbst aus wie Mitte 30. Das soll einer checken. Ey, an sich seid ihr Jungs ja sympathisch, das mag ich. Doch rappen ist bei euch so gar nicht. Ihr seid scheiße, gar nicht cool, mega schwul, ihr seid scheiße. Während ihr eine aufwendige Runde macht, hab ich's mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Ihr seid scheiße, gar nicht cool, mega schwul, ihr seid scheiße. Gib mir ne Nummer und ich ruf da an. Wenn ich Scheiße brauch, Goethe, dann bist du mein Mann. Ich hab wirklich nichts gemacht. Ey, so. Für deren Verhältnisse eine coole Runde, ist jetzt aber auch nicht super spektakulär und man muss ja leider disqualifizieren, weil sie Hochkant gefilmt haben. Aber abseits davon, nee, es war eine chillige Runde, war jetzt nicht super spektakulär, weil es auch sehr, ja, drei Fragezeichen, ihr seid scheiße oder so. Es ging, es waren jetzt keine Überlines dabei, aber ich mag die Jungs. Mal gucken, je nachdem, was jetzt die geilsten drei liefern. Ja, könnte es schwer werden, weil ich gerade gar nicht weiß, auf welchem Niveau die waren. Ah, die waren auch ganz gut, ne? Die drei. Boah. Die geilsten drei fand ich ganz key. Ich glaube, die JW Goethe-Line gerade hat es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, ehrlich. Ja, die fand ich auch gut. Okay, die geilsten drei. Hau mal raus. Okay, das Intro sieht geil aus. Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Oh, geil. Wir können gleich mal von vorne anfangen. Ich will es mal von vorne hören. Aber abseits davon. Warum hat der eine. Also, habe ich da irgendein Meme verpasst, dass die Excel abgespielt haben und der eine gleichzeitig jetzt auch noch ein Tanzverbot-T-Shirt an hat? Von denen. Also, irgendwas. Naja. Aber der einzige gerade war sehr sweet. Ich will den nochmal hören, bitte.
Aber der rechts ist schon 40 oder so, ne? Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hast mir lang nichts mehr erzählt. Spaß. Yo, bye, jetzt kennen wir wieder Mamas und boxen diese zwei Feministinnen aus ihren Tangas. Mega süß, wie ihr singt und was ihr anhabt. Wieso nennt ihr beiden euch nicht Anja und Tanja? Hat Livio Hormonstörung nach nem Kokskram? Oder ist das Crow in Arm mit Platzwunde am Damm? Und dank der Ähnlichkeit in euren Gesichtern frag ich mich, seid ihr nur ein Paar oder auch Geschwister? Wir zerlegen euch mit Worten, bis ihr flennt. Ihr seid nicht important, sondern impotent. Verstörender ist nur Phoenix Track neulich bei Edeka. Da kann ich ja von Glück reden, dass ich dabei rede. Und dann Kompliment Bälle gegen Zirkel, du Keck. Du siehst zwar aus wie er, aber deine Tracks sind Dreck. Ach so, ihr wow. Wolltet doch mal zeigen gegen Red, aber die Hock mach ich und nicht Holly der Cat. Nur den Scheiß. Ich mag die Stimmung voll. Also es gibt viel zu wenig Konzeptrunden heutzutage. Aber leider reißt die es nicht so wirklich. Die hätten noch ein bisschen mehr in diese County-Richtung gehen sollen. Irgendwie hätten es komplett durchgezogen, hätten es glaube ich noch mehr gefeiert als das, was sie jetzt machen. Ist halt so ein bisschen so, ja, okay. Und diese Line gerade war komisch, dieser blablabla weg, das wird, du siehst so aus wie er, aber du bist Dreck, so okay. Naja, ne. Jetzt nur ganz einen Pop-Song draus machen müssen. Ja, die hätten dieses Konzept durch, also das, was sie am Anfang angezeigt haben, Corner, also wenn sie das durchgezogen hätten, wäre es von mir, also hätte ich es schon als Konzeptrunde sehen, aber... Naja, das war ja eine Parodie auf das Revolver-Lied von da. Ja, aber sie hätten es ja durchziehen können. Ja, aber das, dann hätten sie halt so draus geflogen. So haben sie halt probiert, irgendwie zu battlen. Was wäre rausgeflogen? Naja, wenn die jetzt einfach weiter den Song von Revolverheld da eingespielt hätten. Nee, ja, schon. Die hätten ja schon den Text, einen anderen Text nehmen können. Also Text auf... Ach so, mit dem gleichen Rhythmus nein, okay. Ja, genau. Also das hätte ich wirklich gefeiert. So ist es halt, ja, es ist halt am Ende doch einfach nur das ganze Mal, die rappen halt ein bisschen und... Ich fand den Flow irgendwie auch teilweise sehr holprig, ehrlich gesagt. Oder wie sieht ihr das? Ja. Ja, dann hören wir uns mal die Hook an. Also ich bin wie ein Eimer, hab die Technik wie Bernd Schneider. Eure Texte schreibt ihr Schweiger. Seid die Crew, die keiner feiert. Attitüde wie ein Dreirad. Ihr seid spannend wie Neustarts Kreisblatt. Hab ein Standing wie Altkleider. Eine Crew, die keiner feiert. Ja, ja, ja. Ja. Guten Tag, bist du gerade noch zu retten? Wir waren Gegner und hier. Komplett selber nochmal einspielen. Die Hook fand ich eigentlich ganz cool gerade. Also, ich fand sie okay. Schon die, ja, ich fand sie auch cool. Okay. Dieses. Und dann so immer diese Reime und so und dann noch fixen volle Lines. Also, ich mag halt so ein bisschen das, die Richtung, in die sie gehen wollten oder wollen oder weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, warum der Tanzverbot-T-Shirt anhat. Vielleicht soll das der Gag sein, aber weiß ich nicht. Die hätten es halt komplett durchziehen können, hätten sich so verkleiden können und. Aber naja, ja. Reaction auf dem Pornhub-Video machen können. Das stimmt auch. Ich finde es aber niedlich, wie sie sich mit Farbe abwerfen. Ja, Color Coup Gag. Es hat man halt als Außen, glaube ich, gegen die Color Coup 10-mal gesehen, diesen Gag. Naja, ich leider nicht einmal. Nö, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht, weil die Color Coup selber hat das gemacht, weil sie es peinlich fand. Nee, hatte ich damals, wer war das? Diese geile Line mit hier. Auf das, wie heißt denn dieses Festival nochmal, wo man sich mit Farbe schmeißt? Da hat doch einer so eine kleine auch draus gehabt. Color Festival. Heißt es Color Festival? Das wäre jetzt traurig. Aber das war, ich glaube, das wissen, war was der. Du meinst. Ja, da hat er auch einen Line mitgebracht. Da macht man ja genau dasselbe. Das habe ich jetzt gerade damit gemeint. Mehr kann ich auch nicht in die Richtung. Aber ich übertreibe manchmal gerne. Aber das ist halt genau, hat der eine auch dieses das Festival. Das Holy meinst du? Genau, Holy Festival, danke. Genau. Nicht Color Festival. Also, ich habe es gefunden, nachdem ich Color Festival angegeben habe. Das ist traurig. War das nicht sogar Herrlich, der das... Hat Herrlich jemals gegen die Color Group battled oder gegen einen von denen? Naja, nicht, dass ich wüsste. Ich komme aus Holy... Nee, das war Dings, wie heißt das? Quilson war es, Quilson. Quilson hat, genau... Ich komme aus Holy Festival, machen Massaker oder so. Sowas das war, glaube ich, ein VBT Elite, glaube ich, oder? Ja, kann das sein? Glaube auch. Ja, gegen Finnick, glaube ich. Ja, gegen damals halt noch gegen Yellow, aber ja. Ja. Ja, das geht ja in dieselbe Richtung. Die machen es halt nur. Das war der Einstieg in die zweite Runde war. Die machen es halt visuell und nicht als Line verpackt. Aber gut, ja, weiter. Standing wie Altkleider, eine Crew, die keiner feiert. Ja, ja, ja. Guten
harten Tag. Bist du gerade noch zu retten? Wir wollen Gegner und hier nicht gegen eine Farbpalette battlen. Easy win. Ihr werdet das Battle verlieren, weil ich nur noch schwarz sehe, wenn diese drei sich kombinieren. Ja, zum Zeitvertreib kommen die geilsten drei und ficken den sich für krasse übertrieben kreativ haltenden, doch wecken Einheitsbrei. Der Tuschkasten-Rap, aber so unfassbar schlecht, dass sich Kunstlehrer schämen, sich das Leben nehmen. Wegen dem Stuss, den ihr rappt. Eure größte Leistung war zu zeigen, wie drei Erwachsene in der frühkindlichen Phase bleiben. So etwas wie einfache Farbenlehre, das brauche ich nicht, denn ihr wurde mir höchstens in der Vorschule mal aufgetischt. Und das ist lange her und deutlich spannender als der gesamte Content auf eurem YouTube-Kanal, yeah. Die geilsten drei, bei uns denkt man an Comedy, bei euch denkt man nur an, das lasse ich jetzt den Zuschauern. Ihr seid scheiße wie ein Eimer, habt eine Technik wie Bernd Schneider. Eure Texte schreibt sich Schweiger, seid eine Crew, die keiner feiert. Attitüde wie ein schönes Dreirad, Gesicht. Ihr seid spannend wie Neustarts Kreisblatt. Habt ein Standing wie Altkleider, eine Crew, die keiner feiert, ja, ja. Anscheinend ja. Hab ich jetzt ein paar neue Lieblingsrapper, den Yellow und den Blue aus der Color Crew. Wow. Sorry Jungs, ich glaube, ich wechsle das Team, weil neben denen sogar meine Fresse nice aussieht. Eure Videokonzeptidee ist ziemlich überzogen. Hat der eine von euch beiden da einen Schlaganfall geschoben? Oder liegt das an den groben Schnitzern in so einer Quali-Phase? In Sachen Gegnern hätte ich mir da schon mehr erwartet. Ihr werdet euer blaues Wunder erleben, wir sind nice und fliegen straight Richtung Final. Euer Schritt ist gelb, ihr bekommt Kontinenztraining, weil wir es können, ja, und weil wir geil sind. Die geilsten drei kommen ins Turnier marschiert, wir machen's wie im Edeka, ihr werdet ausrangiert. Ihr könnt's ja nächstes Jahr nochmal beim VBT probieren. Ihr Fotzen. Wow. Okay. So kurz vor den unverschneiten, aber dennoch festlichen Weihnachtsfeiertagen beschenkte uns Noah mit den einzigen Teilnehmern, die noch weniger Klicks haben als das Turnier selber. Ja, danke dafür und besinnliche Festtage. Ja, genau, Color Crew hat wenigstens Klicks. Ihr Hurensöhne. Ihr seid scheiße wie ein Eimer, habt ne Technik wie Bernd Schneider, eure Texte schreibt sich Schweiger. Also, ey, ich scheiße wie ein Eimer, erinnert mich so hart an so Kasa, Weimar Eimer. Ihr seid spannend wie Neustarts Kreisblatt, habt ein Standing wie Altkleider, eine Crew, die keiner feiert, ja, ja, ja. Wir sollten Gesang machen, man kann Rap finde ich, weil gesanglich klang der Anfang und die Hook eigentlich ganz cool. Aber also, ich würde jetzt nicht unbedingt mit aufhängen auf diesen, die machen so viel falsch. Ich fand das eigentlich ganz lustig. Die Hook mag ich echt. Weiß nicht, vielleicht mag ich, habe aber auch ein Fable für Hooks, die andere Scheiße finden. Aber ja, die Color Crew hat halt trotzdem die bessere Runde. Also, da kann man nicht viel gegen sagen. Die haben es konstant solide abgeliefert, Color Crew auf ihrem Level. Da sind die jetzt leider nicht ganz rangekommen. Aber ich finde es schade, weil ich mochte hier so ein paar Ansätze, die sie hatten. Und ich mochte nur Größe eigentlich. Also. Der letzte Part, der war getrost für die Tonne, leider. Ja, ja, der Typ ist auch ein bisschen alt, ne? Ja, ja, schade. Also ich fand, finde es nicht so schlimm wie jetzt, ja, der letzte klingt wie beim Fotzen, der Lehrerin Sexualkunde. Stimmt. Übrigens, ne, danke an Visa fürs Hosten und Tylerwatch fürs Followen, weil ich ja jetzt gerade hier nicht in meiner Streaming-Lounge bin, sieht man auch gar keine Alerts oder so. Die haben das haben die irgendwann vor einer halben Stunde gemacht. Danke. Aber ja, ist halt ein bisschen heute auch ohne das Leben. Ich find's irgendwie lustig, ich wollte das im zweiten Part nicht pausieren, aus Höflichkeit. Kannst du gern pausieren. Diese eine Line mit den drei, die ja immer noch in der Kindheitsphase feststecken. Immer noch in der Kindheitsphase feststecken und dann stehen da drei Leute und bewerfen sich mit Farbe. das stimmt schon. Ja, 1-0 an Marc, würde ich sagen. Ja, nee, die Color Crew hat auch meinen Punkt. Aber ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also bei vielen kam es auch immer nicht so geil an, aber ich fand die Runde eigentlich schon so, ja, doch. Vor allem die Hook fand ich jetzt nicht so scheiße. Aber gut, jetzt mach weiter. Die Color Crew hat gewonnen. Ja, ist gut jetzt. Welche Rassistenfalle gegen BAW? Oh. Guten Abend. Servus. Willkommen zur 325. Literaturnacht. Heute für Sie Karl Marx, Kapital und Politik. Kapitel 1. Der Kapitalismus wird daran scheitern. Das Naked White, die Fotzen! Ich hab schon kurz Angst gehabt, er macht den Amando, aber er hat's doch nicht gemacht, Gott sei Dank. Was? Der Amando, der hat ja auch, glaube ich, immer aus seinem scheiß Buch vorgelesen, diesen verdammten Buch. Ja, ja, ja. Er macht den gleichen Scheiß, aber Gott sei Dank. Das war gut. Schöne Kette. Ich mag halt auch so Intros und Outros, wenn dann mal irgendwelche lustigen Sachen passieren und nicht einfach nur die Rapper, die böse dasteht, verschränkte Arme und yeah, yeah, yeah sagen. Und Vendetta Beat nicht vergessen. Was?
Wetterbeat nicht vergessen. Achso, ja, weil der kommt gerade an und wird immer lauter und epischer. Der Dude, und dann so die Flügel des Feuer und die Autos und so. Ja, okay. So, du bist scheiße, verdammt, Mann. Aber wo ist die Unterhaltung, ne? Naja, aber das war gut. Also, das ist ein gutes Intro, aber wir können auch gerne weiterhören jetzt. Hatte da, okay, das ist eine geile Maske, die will ich auch haben. Ich stell's mir richtig vor, ihr sitzt da und ihr habt noch nichts erreicht. Dann die Idee, was ein Konzept, du bist schwarz und ich bin weiß. Das gab's noch nie, kurz mal auf die Schulter klopfen, was ein Move. Ihr seid jetzt die Light-Version der Color Crew. Geil! Die Hose AMG und die Jacke von Boss. Ne Attitude, die sagt, die Motherfucker vom Block. Da wird der Schläger geschwungen, als wär's das erste Mal. Ey, wie rum hält man das Ding? Pack's in der Mitte an! Geil! Laster gesucht, das ist so wahnsinnig G. Und die Performance, da schämt sich sogar das Stativ. Ey, ach, jetzt ist es weg, schade. Wie der da mit dem gelben Regenschirm und dieser Pixelbrille von dem LKW steht, hat irgendwie einen richtig geilen Style, aber ich kann nicht sagen, warum. Aber das ist jetzt ja unser Gruppenbild. Ja, stimmt, ja. Ich kann mal gerade kurz kommen, jetzt weiß ich auch warum. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus, aber ich kann nicht sagen, wieso. Es hat auf jeden Fall was. Aber ja, mehr wollte ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall lieber ein Corner. Laster gesucht, das ist so wahnsinnig G. Und die Performance, da schämt sich sogar das Stativ. Ein paar Shake-Effekte drauf, ein Overlay mit Nummern. Der Part hört sich dumm an, doch das Overlay, geil. Generische Reime und ein generischer Beat. Werd ihr ein bisschen generischer, werd ihr jeder MC? Ah, Masken kauft, doch nur in schwarz, nicht in weiß. Passt zwar nicht ins Konzept, doch ihr dachtet so, geil. Wie geil kann man sein, weil Black and White klingt alles gleich. Das haben wir alles schon gehört und gesehen. Und Finale, wie soll das gehen? Bitte, wie geil kann man sein? Bei Black and White klingt alles gleich. Das haben wir alles schon gehört und gesehen. Wir und Finale, gar kein Problem. Vor allem, sehr peinlich für mich, habe ich erst jetzt während der Hook gecheckt, dass die ganze Zeit an LKWs rumchillen, weil das Black and White ja in der Quali gemacht haben, ne? Ah, das hat bei mir. Ich habe die Hooks seit einer Woche ein Ohrwurm, das ist unglaublich. Ja, die Hooks auch sehr geil, ja, aber ich habe auch gerade mich selber dafür geschämt, dass es mir jetzt klar wird, deswegen stehen sie vor LKWs, weil die es ja auch gemacht haben. Das hat ein bisschen gedauert. Und der Typ sieht ein bisschen aus wie DJ Pete aus von RAM früher. Falls ihn noch jemand kennt. Aber gut. Eure Quali frag ich mich, was euch so durch den Kopf geht. Bei dem schwarz-weißen Scheme sah so aus, als wollt ihr uns gern cosplay. Siggi, nein, ich reiß dir nicht die Maske von der Fresse. Du wärst der erste Schwarze, den Black Lives Matter abgeschossen hätte. Euer Name passt ja wirklich gut. Ah, Black and White, der eine schlecht in allem und der andere macht die Feld dabei. Er rappt so kacke, dass der andere nicht und hat und hat. Das ist ja mal mega lang, Alter. Gut, Twitch-Account suspendiert, danke. GG, Corner, GG. Abgeschossen hätte. Euer Name passt ja wirklich gut. Ah, Black and White, der eine schlecht in allem und der andere macht die Feld dabei. Er rappt so kacke, dass der andere nicht drauf klarkommt und als Reaktion darauf einfach im ganzen Körper erblasst. Nice, nennt sich doch Beavis und Buzzhead oder Chip und Chef oder Goofy und Max. Ist alles besser als das jetzt. Vor allem schafft ihr so langweilig auf eurem Beat zu flowen, aber immerhin so statisch wie das Video. Für euch ist das nicht nur ein Scheißtag, doch der letzte, weil ihr zum zweiten Mal mit dem Mike Reiner sind, dass ihr beide nicht reißt, das steht euch deutlich ins Gesicht. Geschrieben. Da sind die Leute, die uns kennen, wieder zu gut für euch. Wie geil kann man sein, weil Black and White klingt alles gleich. Das haben wir alles schon gehört und gesehen. Ihr und Finale, wie soll das gehen? Bitte, wie geil kann man sein, weil Black and White klingt alles gleich. Das haben wir alles schon gehört und gesehen. Wir und Finale, gar kein Problem. Ihr seid Rapper ohne Realness, nicht heftig, sondern friedlich, weil ihr Klamotten von Mercedes mit dem letzten Geld geleast kriegt. Euer Konzept ist der letzte Scheiß. Denkt ihr, ihr kriegt jetzt im Hype? Ich sag's Michael Jackson, it don't matter if you're black or white. Keinen interessiert es, ob ihr Spaß ist, jetzt eine Maske tragt. Profilos bleibt Profilos Kose. Du bist allen kackegal, genauso wie der andere da. Ihr könnt euch ruhig wie ein Sträfling teilen, doch wenn wir drei euch überfahren, ähnelt ihr einen Zebrastreifen. Setzt ihr Pfefferspray, könntet ihr niemals ein Mädel reizen. Guckt euch an, ihr seid so dumm. Ihr könnt nicht mal einen Schläger halten und wären eure Junkie-Mütter uns auf WhatsApp täglich schreiben, müssen sie auf ihre Dose erstmal BVT verreiben. Scheiß auf Penisvergleich, ihr seid Mädels mit Scheiden und dein Kollege hat sich dazu als Mercedes verkleidet. Wow! Aber ey, wo ich euch gerade seh, steht auf den Socken auch AMG. Ich komm mit doperen Sound, hau die Homos jetzt raus. Wir sind Black and White wie das Lionel-Logo voraus. Alter nur, wir sind die Vollidioten, bitte denn hier reingekommen. Ach so, meine Kontonummer. Weiß ich schon. Überredet für die Zeit. Nee,
mega. Ja, aber ich muss sagen, man merkt es auch, wenn ich nicht pausieren will, ist einfach eine sehr geile Runde. Ja. Liebe auch an die Vagina-Maske. War allgemein, das also. Das ganze Video top von vorne bis hinten, das, wie sie es gedacht haben. Alles super. Schön die anderen komplett, erstmal mit dem Video komplett kaputt gemacht und dann auch noch die Texte, die Parts, diese geile Hook. Ja. Sehr schön. Ja. Okay. Also, der letzte Part war der schwächste und trotzdem war immer noch besser als die Hälfte von dem, was ich heute gehört habe. Dann wäre es raus, du denkst, aus dem Raum. Ja, aus Versehen zugemacht. GG. Bin gleich wieder drin. Bitte nicht auch noch aus Discord aussperren, ich habe nicht wieder Bock, dich zu moven. Okay, BAW. Ja, hoffentlich haben die schon ein bisschen angestrengt. Fünf Minuten! Bruder, muss los! Mein Sohn! Mein Sohn! Hatten wir das nicht gerade so gangsterhafte Beat böse in die Kamera schauen? Erstmal das. Aufbauender Beat. Und zweitens ist es vielleicht nicht ganz so klug, für sein Video einen Fotografen zu holen. Aber, naja, ne? Kannst ja auch ganz viele Bilder aneinander rein, passt ja vielleicht auch. 5 Minuten. Am wenigsten die scheiß hessischen Wasser weg. Gegner ist weiß, nein, euer Gegner ist Fleisch. Diabetes Typ 3, die Genetik ist gleich. Sag mir, wer hat die Kilos? Wer hat die Kilos? Was das für eine Brille, willst du noch ins Kino? Warm up, Corner, Deutschland von Rick. Auch wenn's denn in XL nicht gibt, fick. Nicht mit mir, boah, hier bricht dein Genick. Du bist doch lange keine Größe, weil du aussiehst wie Big Biggie. So ein Affe, du lebst sicher in einem Käfig. Und nur weil du für zwei fest, bist du noch lang nicht siamesisch. Du fette Sau, guck in den Hecklerlauf. Denn nicht nur wenn du frisst, machst du die Fresse auf. Du siehst weiß und weißt Warnschuss an alle dann schwarz. Und kriegst Panikattacken, das war's. Ja, geh dich in dein Dorf verstecken. Denn dir gehst du baden wie im Orca-Becken. Corner kick Blei und Morty denkt sich dabei. Die Kreideumrisse sind Schwarzmalerei, aber einfach nein. Mann, den Sieg kannst du dir abschminken. Denn wenn ich dich boxe, wird die Brille zu Kontaktlinsen. Ja, bevor jetzt irgendwie komisch hochkommt. Also erstmal das Video bei diesen riesigen Schornsteinen, die sieht schon nach der zweiten Anklage aus, nachdem sie schon beim ersten Mal irgendwo gedreht haben und dann nicht drehen dürfen. Und der hatte ja, die Dingensline war in Ordnung, ich habe sie schon wieder vergessen, so gut war sie wohl nicht. Und auch die anderen, ja, also das, für das Video haben sie sich auf jeden Fall große Mühe gegeben. Also diese Dinger hier mag ich auch ein bisschen, dieses verrückte Typ, mit, naja, wenn es Blut sein soll, na okay. Aber halt der Wasser. Ja, wollte ich auch sagen. Also das ist sehr flüssiges Blut. aber naja, vielleicht hat er auch das Opfer auch einen Wasserkopf gehabt, wer weiß. Aber ja, also das Video ist ganz cool. Ne? Er flext auch ganz cool. Der Flex, ja, das flexen wir auch mit. Aber ist es jetzt eigentlich Black oder White gewesen? Keine Ahnung. Das ist White, oder? Der hat nur weiße Sachen an irgendwie. Ich finde es total schade, dass sie den Masken abgenommen haben. Das ganze Konzept ist im Arsch. Das Konzept war halt aber vorher schon für den Arsch. Ja. Und ich möchte hier nur einmal Corner kurz aus dem Kommentar zitieren. BAW-Runde ist gleich 2003, wir sind in Punchlines zurück. Ja, ne? Ja. Das haben wir zwar festgehalten. War 2003 schon eine Punchline? Hm? Ja, 2003 naja. Gab es halt auch schon halt. Gegen den Typen aus der vorherigen Runde war 2003 bestimmt schon eine Punchline. Okay, weiter. Ich komm aus dem Ruhrpott in dein Dorf mit deiner Knarre. Sag, dass ich der Boss bin, SF fällt nur die Klappe. Guck in meinem Kopf. Finden es halt immer schwierig, um erst mal jetzt direkt wieder rauszumachen. Ich glaube nicht, dass der eine Knarre hat. Warum findest du auch nicht? Ich weiß nicht, wie er mit deiner Knarre umgeht. Aber hat er gerade gesagt, der kommt aus Pottrup? Keine Ahnung. Und ich will es nicht rausfinden, können wir weitermachen. Ja. Ich meine, vielleicht ich ist auch heute ein LKW gefahren. Ich sag immer, Jacke mit den Armen fest verknotet und mal gucken, wann sie platzt. Ich komm aus dem Ruhrpott in dein Dorf mit deiner Knarre. Sag, dass ich der Boss bin, es fällt nur die Klappe. Guck in meinem Kopf, sag ich noch immer, weiße Jacke mit den Armen fest verknotet und mal gucken, wann sie platzt. Der Fisch in die Zeit war für der Klitzig, hier direkt gefickt, so viel weißes. Hey, Black oder White, ich kapier's nicht. Ich glaube, das ist Black bei der. Ich glaube, das ist, der sieht aus wie Wack Z vor 10 Jahren. Falls ihn wer kennt. Er wirkt auf jeden Fall sympathischer als der andere. Ist Kose der kleine Bruder von Wack Z?
Nein. Okay, ihr könnt ja sein können. Die sehen sich so ähnlich. Na gut. Im Gesicht, dass die sich denken, die sind ich. Und ihr fragt euch, was das Battle bringt. Wenn das einzige Vernichtende eure Fresskicks beim Essen sind. Das wird für die Base dieser Takes dann an. Wenn wir kommen mit der Maze zu einem Maze Runner. Ihr macht sicher keine Welle, doch ich sag euch, was Sinn macht. Hä? Ein Vorrat an Flimfahrt, doch ihr habt recht, jede Corner vom Panzern. Denn bei euch wiegt die Shorts wie ein Tanga, aber Weitwinkel an. Hall auf Band. Den Kameramann, und der ist kacke, verdammt. Also quatsch mich nicht an, mit dir in die Fresse, nen Kopfschuss mit Track, denn die Locke da sieht aus wie ein Popschuss. Der Rap, ich bring deine Crew und dann auf Vordermann und lasse Morty verschwinden per Portalgun. Er trägt Pali und klippt ihn 2003 und findet es geil, aber einfach nein. Mace labert von Krieg, doch er kann machen, was er will. Denn steppt er vor die Linse, passt der Panzer nicht ins Bild. Ich lach über Corners Charakterzüge, deine Haare, ne Frisur, deine Subway-Tüte, was den mag ich auf jeden Fall. Guck, gibt der Schauplatz, den er dafür, wenn ihr drei auf eine Couch passt. Drei auf eine Couch, Mensch. Ich komm aus dem Ruhrpott in dein Dorf mit deiner Knarre. Sag, dass ich der Boss bin, SRF fällt nur die Klappe. Guck in meinem Kopf, trag ich noch immer weiße Jacke mit den Namen fest verknotet. Doch mal gucken, wann sie platzt. Ich komm aus dem Ruhrpott in dein Dorf mit deiner Knarre. Sag, dass ich der Boss bin, SRF fällt nur die Klappe. Guck in meinem Kopf, trag ich noch immer weiße Jacke mit den Namen fest verknotet. Doch mal gucken, wann sie platzt. Über der Beste von den beiden. Ja, finde ich auch. Also, Rosa ist cool. Also, jetzt, ja. Er betreibt halt auch ein bisschen zu sehr dieses ganze Gangster-Kram. Man muss das halt immer machen, ey. Ist doch Humor. Wer ist das denn jetzt? Sie nicht sucking. Beat in der Quali so affig. Ich dachte zuerst nur, ich raff's nicht. Doch, man weiß, dass man dongelt. Ich raff's nicht. Warum sind die doch einmal zu dritt? Producer. Warum rappt denn der Beat-Producer mit? Du bist nicht umsonst der Beat-Producer. Der wollte den Jungs zeigen, wie man ordentlich auf dem Beat rappt. Ui. Was er sagt dabei. Und jetzt muss das jetzt auch. Ja, komm, mach weiter. Oh, das sind beide White, er ist Black. Fuck, bitch, gib mich Cypher mit nem Knife. Morty trägt Schal, um die Blutung zu stoppen, let's die, kann das nicht sein. Komm ins Turnier mit ner Crew, sei Fotzen, ich halt da einfach rein. Versuch uns zu battlen, du Pisser, aber einfach nein, Junge. Mace ist ironisch, weil das Dance nicht streikt. Das ist Generation, war doch nur als Prank gemeint. Halt das Beef am Hals, steck dir selbst ins Fleisch. Und ich ständig den Bild, so du Chelsea. Corner, was los? Ich bin Host in die Ecke auf der Straße, wenn ich nicht mit Whoopi Goldpfeffer wechseln. Dein Pulli so bunt, drück ich vor mit deine Fresse, gibt's ein Holy Carter Festival. Noah weiß Namen und sterzt sie dann an. Black and White passt zu dir besser durch Schwanz. Also pass mir das Cash oder ZS-Programm, denn die Gang ist so. What's up, die Gang ist so money. Nein, die Gang ist Black and White, nicht money. Hey Jungs, es könnte sein. Ich komm aus dem Robot, nee, noch ein Dorf mit deiner Knarre. Sag, dass ich der Boss bin, nein, SRF hält nur die Klappe. Ja, ja, klar, aber die anderen beiden konnten es wenigstens einiger machen. Also die kommen alle drei aus dem Ruhrpott, alle drei in ja. Und wahrscheinlich alle mit derselben Knarre. Ja, auch das mit der Jacke klappt nicht, weil du nicht dabei warst. Ja, Problem. Die beiden haben gedacht, okay, es könnte sein, dass wir noch zwei, drei Jury-Votes abbekommen. Wir müssen komplett abkacken und holen noch unseren dritten Typen dazu. Hätten sie nicht tun sollen. Kose fand ich ganz cool. Kose alleine hätte ich mehr gefeiert. Der andere, ja, so ja. Ist es für mich, also vor allem mit dem jetzt auch noch dazu. Warum haben sie ihn da reingeholt? Was soll das? Mit dem ist es auf jeden Fall noch ein Punkt für sie, ja, Michi Rassenfalle. Auch wenn die anderen beiden nur zu zweit gewesen wären, wäre es auch so gewesen. Mit Kose allein vermutlich auch, aber der hätte vielleicht, wenn er komplett eine eigene Runde gemacht hätte, auf jeden Fall mehr gerissen. Ja. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Schuss ins Bein, so, mit dem Typen. Warum auch immer man das macht. Ist es überhaupt regeltechnisch erlaubt, dass sie jetzt zu dritt sind? Noah? Das sind nur zu zweit, das ist das Feature anzusehen. Ja, warum steht kein Feature im Titel? Das ist doch kein... Und das, vor allem das Feature war genauso lang. Ja, nee. Ja. Das Feature war ungefähr genauso lang wie die anderen Parts. Ja, das war einfach auf einmal ein drittes Mitglied, so die hat dieselbe Kakuk gebracht. Die fand ich echt nicht so geil, die Hook. Also in keiner der drei Variationen. Und ja, nee, Punkt an die Rassistenfalle. Also der hätten die auch sich viel mehr, weniger Mühe geben können, trotzdem einen Punkt bekommen. Ich möchte nur einmal kurz aus den Kommentaren auf YouTube zitieren, weil ich das sehr lustig fand. Zerrissen, Alter, das ist kein Brett, das ist ein ganzer Wald. Und 10.000 Ausrufezeichen. Oh Mann. Mhm. Ja. Nächstes Battle. Kurs für Leuten gegen D-Nice. Oh, die Kurs für Leuten. Ah, oh, D-Nice war doch der Chunky, ne? Ja. Ja. Weihnachten. Ah,
an Silvester. Ostern. Viel Crew aus Leuten. Oh, die Crew aus viel Leuten. Hey, schon wieder ich, schon wieder ich. Jetzt ist die blonde Bitch dick am Arsch wie bei Ice-Tea. Zu dir sagen die Leute, die nice bei mir, nice die. Du siehst noch komischer aus als Livio, mit Augen asynchroner als ein VR1-Video. Du bist nur ne rappende Bitch, bei der man schon mal denken könnte, dass du Vitality bist. Und nicht weil du so ne Frise hast, wisch ich mit dir grad den Boden. Note, du bist ernsthaft gegen ihn. Ja, wir fliegen auf Kometen, Gegner werden gevierteilt. Und man sollte jeden Move von diesem Dieten als Dieten ein. Der Junge actet so aus, wäre mega der Kevin. Der war wohl derbe geplättet von der E-Zigarette. Geiler Marketing-Move, er macht im Mess mit denen auf Chromo für sein Tape. Er rappt behindert, doch die Haare sind cool. Alter, der Vogelplatte wohl noch einen Tankstellen rauf. Doch jeder lachte diese Kampflesbe aus. Ja. Gleich geben wir uns MG, auch Bock drauf. Beim ersten Mal, wer mich und Noah ins Intro holt, hat eh gewonnen. Abseits davon, ja, mag ich auch wieder direkt. Ihr merkt mir wieder, Routine ist da, die rappen schön. Genauso wie jetzt bei den rassistischen Siamesen-Fallen, andersrum, ne? Fand ich auch, da wollte ich auch nicht pausieren, weil das so geil ist, habe ich hier jetzt in den beiden Parts auch nicht machen wollen. Aber jetzt wollte ich nur sagen, dass ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber es ist eine gute Runde. Mag ich. Ich fand die Line von Gerd sehr geil. So, die nice, bei mir sagen sie nice, die. Das ja. ist echt ein gutes Wortspiel. Ja, das ist geil. Also, man merkt halt direkt, die wissen, was sie tun. Jetzt bin ich die. Das ist eine Frise, selbst liegen im Tierreich. Sicherlich die Chicks auf dich, doch nicht im Real Life. Mit deinem Hartz-IV-Gesicht. Du wirst jetzt mies gefickt, bitte verliere dich nicht. Dieser D-Nice will, dass seine Frise setzt. Fliegen im Tierreich, sicherlich die Chicks auf dich, doch nicht im Real Life. Mit deinem Hartz-IV-Gesicht. Du wirst jetzt mies gefickt, bitte verliere dich nicht. Du siehst aus wie eine Bitch in ihrer Midlife-Crisis. Mit rund gefärbten langen Haaren, dies Gesicht umschmeicheln. Wenn der Typ erficken will, muss er sein Kitzler streicheln. Weil bei ihm ja sonst die Stage steht auf Glitzer. Steinchen. Du bist und bleibst der Pussy, der ihn nie mehr wieder hochkriegt. Als ich den Clipser dachte ich an Gina Lisa Lofing. So mies wie du am Flow bist, fingst du echt scheiße beim Rappen. Du hast wohl öfter mal dein Mic mit Kletteisen verwechselt. Der am Karpaltunnel-Syndrom leidende langhaarige Gnome kann uns nicht mal in einem Battle mit seinem Autotune verschonen. Die Welt versteht ihn nicht so ganz, du Mr. ekelhafter Junk. Er fragte Brian auf dem Splash, ob er Medis peilen kann. Dieser Diener ist ein Spaß, dazu für Ritalin genascht. Drum sieht er in seinem Video aus, als ob er Kinderlähmung hat. Fühlt sich erst hübsch, wenn er sein Lipgloss aufgetragen hat. Und nach der Runde kriecht er schnell zurück in die Fischwurzel von seiner Mama. Dieser D-Nice will, dass seine Frise setzt. Fliegen im Tierreich, sicherlich die Chicks auf dich, doch nicht im Real Life mit deinem Hartz-IV-Gesicht. Du wirst jetzt mies gefickt, bitte verlieb dich nicht. Dieser D-Nice will, dass seine Frise setzt. Fliegen im Tierreich, sicherlich die Chicks auf dich, doch nicht im Real Life mit deinem Hartz-IV-Gesicht. Du wirst jetzt mies gefickt, bitte verlieb dich nicht. Sehr schöne Runde. Muss man auch merken, teilweise auch sehr interessante Nomenreime, die sie da rausgekickt haben. D-Nice, ach scheiße, ich hab wieder vergessen, irgendwas, bla bla bla. Ritalin gespitzt. Auf jeden Fall, oder auch, ja ey, meine Erinnerung ist kaputt. Wir hatten gestern Silvester, was erwartest du? Bessere Audioqualität. Oder auch D-Nice, Real Life, Tierreich, ganz cool so. Und dann noch die Abschluss. Die Hookes, ja, also da hat Emily schon deutlich ohrwürmigere Hooks gebracht. Ohrwürmigere? Ohrkriechende? Ohrwurmende? Ich bin mir nicht sicher. Aber die Runde ist trotzdem cool. Also ich mag die immer noch. Ich mag diesen Weihnachtsflair, den sie haben ein bisschen so versucht, auch noch ja, das Video in eine Richtung zu bringen. Ja. Ja, also ne, vier ja. Schuhe aus Leuten. So wie es im Logo aussieht. Sehr, sehr gut. Wie erwartet, gut abgeliefert. Was ich gerade... Und den eigentlich total schade finde. Ich weiß jetzt nicht, mag sein und Meth waren das dann noch. Oder? Ja. Die sind ja an sich wirklich gut. Aber. Keine Frage, ja. Aber die haben genau das Stunt-Show-Fach gehabt haben. Nicht stehen die irgendwie im Schatten von Gerd und MG, genauso wie damals im Schatten von MG und Blacktro. Ja. Ja, das stimmt halt. Also, MD und Gerd haben auf jeden Fall die besseren Parts auch gebracht, stimmt. Ja. Aber, ja, das ist halt immer das Problem auch mit großen Crews. Das ist auch schwer. Versuch mal eine 4er, 5er, 6er Crew. Das war auch damals mit Genemy so, wo alle anderen scheiße waren. Versuch mal so eine große Crew zu finden, wo alle halt auf einem krassen Niveau sind. So ist halt sau schwer. Asta 100 UKM. Es ist mir nur nebenbei aufgefallen. Ich finde es eigentlich total schade, weil die halt eigentlich nicht schlecht sind. Nee, die sind nicht schlecht, aber die sind halt, ja, du hast recht, die verblassen halt ein bisschen.
Bisschen. Hm? Ja, vielleicht zu MG und Gerd. Das ist dann damals Black. Ja, wir sagen hier MG und Gerd, Pete. Die beiden sind ja die, die den an die anderen in den Schatten stellen. Okay, die nice. Die SDB, ey, die Nice gegen Crew aus vier Leuten. Und ich frage mich, was soll dieser Name bedeuten? Ja. Marc, den Produzenten übrigens, also da hat sich Noah sehr viel Mühe bei der Recherche gegeben, scheinbar. Oder er wollte es dir nicht sagen, oder ist der Produzent tatsächlich die drei Fragezeichen? Ach so. Wurde nicht gesagt. Schade. Ist halt geklaut, der Beat wird halt dann geswaggt, ne? Kann passieren. Ja. Hat er da einen Hasen? Ja. Der Name passt, weil ihr habt halt gar nichts, was euch verbindet, Alter, nicht mal der Clip. Und egal, was ihr macht, ich geb keine Props, wenn ich auf euch zeige und sage, das ist der Shit. So lame, wie ihr seid, kommt ihr nicht weit. Und eure Shows nicht mal als Filler gut. Ihr seid ohne Charakter und euer Zugpferd ist nur bekannt für seinen Fischerhut. Kein Anhaltspunkt zu dissen, mir gebe das ernsthaft zu denken. Ihr seid wie keine Garderobe, weil bei euch bleibt gar nichts hängen. Euer Sieg, der fällt ins Wasser und ich frag mich, wann ihr aufwacht. Ihr seid wie ein Herzschrittmacher, weil euch einfach gar nichts ausmacht. Als Team seid ihr perfekt. So macht nur. Der kann ja richtig normal rappen. Das ist grad wie gesagt, letztes Mal hat er hart reingetrollt. Ja, der hat doch zwei, drei geile Reihen jetzt schon gehabt. So. Übrigens, wer da so leise redet, ist Marc Stück. Rede mal lauter. Oder so. Also so leise redet. Ich dachte, wer redet da so ruhig? Oder so ruhig, ich hab's das ich hab's das Kompliment gesehen. Ja. Ne? Also. Ihr seid alle ganz ruhig. Aber ich bin gerade sehr positiv überrascht. Ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Trollrunde, aber das, der macht ja guten Web und hat einen Hasen. Er hat einen Hasen. Punchline. Ja, das euch verbindet nichts, die Line war gut mit dem Namen und dem Video und so weiter. Jetzt mit dem Herzschritt machen, euch macht nichts aus. Ja, okay, kann man auch bringen, ist jetzt auch nicht schlecht. Also ich habe halt gedacht, wirklich, es kommt so ein Troll-Scheiße, ja? Ja, ich habe immer noch die Quali im Kopf und. Jetzt bin ich total positiv überrascht. Ja, genau. Also schaut euch mal irgendwann einfach die VR3 von D-Nice an. Die ist wirklich ultra gut geworden. Also holy fuck. Genau an dem orientiere ich mich. Okay. Also der kann richtig gut battlen. Glaubt euch. Schaut euch nach einem Stream mal VR3 von D-Nice an. Die ist richtig gut. Der hat seinen Gegner auch zu null weggeflext. Jeder einen Part, ihr seid eine eindeutige Antwort, aber niemand hat gefragt. Jeder einzelne für sich ist ja schon unerträglich wack. Die Crew wird nur zusammengehalten von dem Cheerleader-Effekt. Ich meine, du mappt dieser Cack, du passt sich holpert. Dieser Wannabe-Polo, wahrscheinlich zum Movie, wo kennt du Satz und du wärst mit Mikrofon, ich bin raus für Dolle. Sam, die Poprost, du Morde, ich hüch, wo Povim, ich maue. Die Line hat sich Dascha, Ekipa, Torover. Ate, jest, ich bedauem, aber was du so schaffst, will ich belächeln, aber muss. Sind wir jetzt bei Fresh Polacke gegen Pisek oder was? Warum rappt auf einmal Polnisch? Oder was ist das? Ich kann leider kein Parser. Das ist Polnisch, ja. Ja, Polnisch, okay. Frisch gelingen. Ja, dann, das ist immer voll cool, wenn dann so Polnisch im Deutschen geredet wird und zwei Leute verstehen die Witze. Waren bestimmt geile Lines, Mann, aber keine Ahnung, was er gesagt hat, ne? Ich warte auf den Lyrics von Dieter, immer. Schick. Achso, ja. Irgendwann kommen sie an. Lass dir den Beat-Produzenten gleich mitschicken. Kommt dann 4 Tage später. Das ist dann doch schätzen, denn auf der Kollabo mit Hübel und Rami waren sie dank dir nicht die Waxen, aber muss dir lassen, dass der Yu-Gi-Oh! Vergleich mal top war. Um Obelisk zu spielen, braucht man schließlich auch 3 Opfer. Ich mach, worauf ich Bock hab und hab Spaß mit der Musik. Dann schaut mich MG böse an und sagt, Battle Rap ist Krieg. Er gibt sich lyrisch und zeichnet mit den runden Bilder, aber nutzt im Endeffekt nur einen Snapchat-Hundefilter. Ja, du aus 4 Leuten. Ja, was die? Ja, ich werd euch heute. Und so. Ja, Crew aus 4 Leute. Ja. Crew aus 4 Leute. Ihr seid nur 4 Leute. AMG Boy, dein Katalog sind Parodien über Rap und Rap über Rap. Und schreibst du was Ernstes, hab ich du als die Fresse und machst einfach wieder nur Rap über Rap. Ich dachte schon, ich wäre schnulzig und mache die Tracks, dass sie nur triefen vor Kitsch. Aber beide Crews sind Profis am Werk und drum kennen sie da nix. Ihr voller Pathos rappt, ist eine geistige Verfehlung. Schreibt die Lieder voller Demut, aber so, dass es mir wehtut. Ihr seid verkrampft, ich bin bekannt für überhaupt keinen Weg. Geben meine Runde in ein Hollywood-Movie, eure sind hingegen ein Stillleben. Jungs, ganz im Ernst, glaubt ihr, ihr könnt mit mir ficken? 2 von 4 haben nicht mal einen VBT-Wiki-Artikel. Ey, seht es doch ein, ihr seid auf euren Wegen gescheitert. Und sprecht ihr mich an auf der Straße, bin ich wie's Leben und geh einfach weiter.
Mag es mal so öde, da kann ich nur untertreiben. Sein Markenzeichen, er ist schwer von Meth zu unterscheiden. Jetzt Rap ist großer Tennis, ja was ein blöder Zufall. Denn Battle Rap ist Fußball. Ich schwitze unter den Armen. Wie ein Sportler, du schwitzt unter den Armen. Wie ein Opfer, ey ehrlich Gerd. Was willst du denn, du Niet? Ich bin ein nicer Juicy Burger, du ein Brot mit Margarine. Mann, bin ich lucky, egal wie er ankommt, ihr wirkt wie die Daltons. Da könnt ihr sonst was machen, ich zieh schneller als mein Schatten. Wie viel geistig haben sie, die weiße Fahne, doch ich zeige diesen Trottel keine Gnade, weil sie sich hervortun wie einzelne Körner auf einer Hektar großen Reisplantage. Gerd, rat mit deinen Vater im Pausenraum bumst, bis der ins Frauenhaus muss. Du Pflaumen August, die letzten beiden Zeilen sind für dich ein Schlag vors Kinn und wie dein Vater. Weil ich nicht alleine drauf gekommen bin. Dein Style und Image sind doch einfach purer Dünnschiss. Hast ne Stimme wie ein Model, weil sie sehr dünn ist. Ja, ich sag mal danke für die ziemlich leichten Punkte. Ihr seid ein Rudel Dackel, ein paar langweilige Hunde, ey. Und den Hasen. Oh. Danke fürs Battle. Jetzt muss ich ganz schnell einen Schub von meinen Maxen mit G-Energy Drink sippen. Ja, es geht, Freunde. Aber der ist. Ich glaube, der Hund hat jetzt eine Gehirnerschütterung, glaube ich. Das Jona hat mich komplett positiv überrascht. Alter. Ich dachte, das wäre, man müsste ja nicht viel entscheiden, weil der trollt, aber das ist ja eine richtig starke Runde. Nee, der kann richtig stark werden. Das letzte Runde war eine absolute Trollrunde. Ja, das habe ich ja jetzt auch realisiert. Das muss ich tatsächlich nicht überlegen. Weil die vier Leute haben für ihre Verhältnisse okay abgeliefert. Also es war auch eine starke Runde, aber es war jetzt nicht so die. Also hat auch diese Ohrwurm gefehlt, die MG teilweise sonst an anderen Orten gebracht hat. Oh, scheiße. Schwierig. Also, die Nest macht sie wirklich schwerer als erwartet. Also ich finde es jetzt persönlich sehr knapp, aber sie jetzt eher persönlich die Crews vier Leuten vorne. Also ich habe jetzt keine Recht, irgendwas zu sagen, aber meine Meinung. Obwohl ich die Nest mag, wirklich sehr gerne mag, aber ich sehe tatsächlich MG, mag sein, Mev und Tomaten mag ich schon sagen. MG. Und Gerd McFly da vorne. Das Problem ist, hätten MG und Gerd zu zweit gegen den gebettelt, hätte ich dir wahrscheinlich recht gegeben. Aber wenn man jetzt hier Runde für Runde, Runde an Runde komplett, ja. Man muss ja halt, man muss die ganze Crew jetzt nehmen. Und ich finde jetzt fast, dass die Runde mir hier besser gefallen hat. Ich nehme die Lines gegen jeden Mark sehr persönlich. Das wird noch Minuspunkte geben, ganz klar. Ey, nur ich gebe erstmal 1-1 und ich gucke mir das später noch ein paar Mal an, die beiden Runden, und entscheide dir dann und schreibe dir dann. Ja. Ich gebe jetzt erstmal 1-1. Mit... Ja, okay. Ja, ich kann gerade mich nicht entscheiden, das ist klar. Ja, kann ich nachvollziehen. Okay. Ja, guck, gegen 1 immer schwer zu judgen, genau. Ach so, kommt jetzt noch auf der eine da, der alleinige. Ja, STB-Gewinner. Krass. Jetzt kommen noch die STB-Gewinner. Ja, die haben so krass gewonnen, dass der Gegner nicht eingereicht hat. Ja, und wurde gleich von YouTube gelöscht. Nur lädt die nicht hoch, die Gegner, weil die eh gewonnen haben. Auch zu labern während dem Intro. Nein, das werde ich nicht tun. Du bist scheiße. Oh, du reichst nicht sein, weil du selber weißt, dass es gegen uns nicht reicht. Ja, gewonnen jetzt schon. Ne? Real Talk. Ja, die hätten ja gar nicht lachen müssen, denn eh gewonnen. Kein Scheiß, du bist ja so. Scheißname zu bekannt für uns. Von wem kriegst du denn Support? Alter, du hast gegen Dupasch verloren. Du dachtest, der Mobsuit käme mit dem Image krass. Und dann ziehst du den aus und alle nur so ziehen ihn wieder an. Du weißt selber, dass du aussiehst wie ein behinderter Versager mit der schiefen Hakennase in der Picasso-Visage. Du wirst nie in deinem Leben etwas reißen mit dem Rap, ey. Und das Schlimmste daran ist, dass du das leider nicht mal checkst. Du hast keine Motivation, ja, und ich weiß warum. Auf deine Pisse hat in diesem Kosmos keiner Lust. Du hast keine Motivation, ja, und ich weiß warum. Auf deine Pisse hat in diesem Kosmos keiner Lust. Wir haben gewonnen, brauchst du echt noch einen Beweis, warum? Ja, so du bist so ne Scheiße, so das fickbarste Stück Scheiße. Reich lieber mal nix sein, dann klaust du niemandem hier Zeit. Verkiffter Style, du bist Ägypter, nice. Du bist schief gewickelt, aber sicher nicht heim. Mann, du bist kein guter Rapper, weil du machst auf hartes Blind. Ja, ja,
ihr wisst Bescheid. Und du steigerst deine Peinlichkeit, je länger man dich kennt, desto stärker wird der Drang, dein Equipment zu verbrennen. Was du Fotze machst, ist gescheitert seit null Ende. Ich hab mit Rap doch nicht angefangen, um Behinderten zu helfen. Und du nullaufst auf deinem Platz in einer Spotify-Playlist und steigst aus, ohne zu battle. Ja, Props für den Selfless. Ja, ja. Ich eine relativ schnell hingemachte Runde, weil sie wussten, dass die Gegner nichts macht, aber trotzdem 2, 3, 4 gute Lines. Gegner hat er eh nicht eingereicht, also war cool. Ich hätte gerne das Battle gesehen, also das komplette Battle, wenn er so wie eingereicht hätte. So ist halt, ja, ja, war eine coole Runde, so, weil ein bisschen schnell mit ein paar Lines. Hätten ja auch gar nichts machen müssen eigentlich, wenn der nicht abgibt. Naja, das kann aber dann wieder ein Troll sein, würde ich behaupten. So, ja, ich werde nichts einreichen, dann scheißen die einen in eine Runde hin und dann reicht er trotzdem die Überrunde ein und dann. Ja, also sowas finde ich krass behindert. Also wenn einer sagt, er reicht nichts ein, offiziell zum Turnierleiter und zu allen anderen dann doch einreicht. Kann man machen. Finde ich halt ein ultra Snitch-Move, aber wäre nicht undenkbar. Ja. Ja. War eine lustige Runde. Hoffentlich gehen sie beim nächsten Mal Gegner, der einreicht, dass er dann auch battelt. Also richtig, weil das war ja jetzt so, ja, du reichst nicht ein, du bist scheiße, du reichst nicht ein, du hast Angst. Kann man ja auch so sehen. Ja. Ja, war gut. Das war das Achtelfinale. Ich muss sagen, auch wenn du das nicht magst, ich finde das deutlich besser als das SDB 3.0. Also, um ist ja auch so. Um den Vergleich hier nochmal zu ziehen, das macht, also hier ist ja jede Runde geil, mehr oder weniger. Ich weiß keine. Besser als die ganzen letzten beiden STBs. Und, ja. Ja, also beim letzten gab es Runden, die fand ich wirklich nicht geil, fand ich wirklich scheiße. Hier ist jetzt keine Runde, wo ich sage, die ist wirklich scheiße. Das sind ja alles Runden, die kann man sich irgendwo anhören. Ja, Herr Beat ist auch geil. Das STB gab es auch 9 Runden, die gar nicht eingereicht worden sind, daher. Ja, ich habe nachgezählt. Ja, ja das, Pete, der Beat ist cool. Ist ein guter Beat, kein, ja, aber... Der Beat ist gut. Der Pete ist auch cool. Ne? der Beat ist für Beat. Hast du extra dafür jetzt ein Beat produziert für eine Runde, wo kein Gegner da ist? Pete baut dauernd Beats gefühlt. Der hat gefühlt noch 10.000 Beats auf Lager. Ja, aber ist doch super wasted, aber na gut. Es sei denn, er muss, oder es sei denn, es ist halt ein Beat, den er gemacht hat, bevor er... Beat drückt 3 Knöpfe und zack, hat schon 9 Beat. Yep. Ein Wobei er schon bessere Beats hatte, das will ich trotzdem ganz ehrlich sagen. Er hatte schon viel, viel geilere Beats. Zum Beispiel gegen Pablo Escobar und der gegen Brian war auch sehr, sehr cool. Daher nochmal Props dafür gehen raus. Oh, ich hab schon ewig kein VBT mehr gesehen. Du wirst alt. Hey, was hat das Tablet zu tun? Ja. An sich, ihr könnt gerne nochmal eure letzten Worte sagen. Dann würde ich, glaube ich, imposten, weil der macht ja gerade einen Podcast mit Private Paul. Kann man sich dann auch reinziehen, finde ich, glaube ich, ist wahrscheinlich sehr gut. Aber erstmal eure letzten Worte noch von euch allen. Oh, cool. Ich hab euch alle lieb. Ihr seid alle doof. Ja, ich hasse euch alle. Ich hasse die. Wunderschön. Kuss auf Nuss. Minuspunkte für, ach, wer war das, die Nice? Vote Kick, fick den aus dem Turnier bitte. Gut, dann bis zum nächsten Mal, wo ich auch wieder in meinem Studio bin und nicht mehr so ein Kack-Laptop-Mikrofon hier habe. Und ich habe richtig Bock aufs Viertel, ne? Und hoffentlich gewinnt jeder, wo ich für gewonnen habe. Aber gut. Warum ich meine, gewinnt alle Gegner. Plot-Twist, Sasori gewinnt. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal und danke an alle, die zugeschaut haben. Hasta la vista. Ja, so Ewigkeiten, ey. Das ist 2 Stunden. Ach, geht doch noch. Ja. Doch noch, ich bin mal.